opstorm. Wo ist denn die Beerdigung? Ah, die steht ja da gar nicht herin. Mei, aber jetzt muss ich gleich schauen, ob sie am Schluss noch ihren Karl kriegt. Mei, den, wenn sie nicht kriegt, dann fange ich gleich zum Ohren an. Alter, wo ist denn meine andere Hose, Leute? Meine andere Hose, Alter. Was willst du denn? Meine andere Hose, mein Gott, lass mal doch mehr, ne? Ich hab da drüben Romanbücher lesen, da kann man natürlich seine Gedanken miteinander haben, ne? Wo meine andere Hosen ist, dann ich gern wissen. Hallo? Sag einmal, nicht einmal in Ruhe kann man fertig lesen. Was? Da sollte dann unser eins eine Bildung kriegen. Meine alte und die Bildung, die einzige Bildung, was du hast, das ist die Einbildung. Ja. Also sag mal, bitte, wo meine andere Hosen ist. Im Schrank hängt's drin. Na gut. Da hast du zwei Knipfnecken an dem Hosentier, wo wir rausgerissen sind. Freilich, ja. Sogar mit Schurter droht, hab ich's auch genannt. Mei, hoffentlich stichen wir nirgends rein. Na, damit's nicht mehr ausreißen. Ja, gut. Und hast den Rostfleck rausputzt aus der Hosen? Wo hast du den Rostfleck her? Ich hab ein Rostbrot gefressen, das mir auf den Hosen aufgefallen. Freilich wieder ausputzt. Ja, gut. Mein Gott, dann hast du ein Getue mit deiner Hosen. Was? Die liegt da ja mehr als wie deine Frau, ha? Die Hose ist auch viel wichtiger. Oh. Ohne dich kann ich immer ins Wirtshaus gehen. Aber lass mich ohne Hosen nicht rumbringen. Was da lachen gleich, ha? Das glaube ich dir aufs Wort. Ja. Sag einmal, musst jetzt du jeden Tag in dem gestillerten Wirtshaus drin sitzen? Also Moment, das kann ich vermachen, wie ich mache. Da lassen wir von niemand was reden, auch nicht von dir. Ne? Das weiß ich schon, dass man zu dir nichts sagen darf. Bloß wir Weiber, wir können dann jeden Tag auch eine grantigen Gesichter anschauen, wenn die Herren der Schöpfung mit einem fundigen Rauschwamm kommen. Ja, also manchmal hast du recht, manchmal tut er mir sehr schwer, bis ich mich bitter nicht finde, gell? Warum macht er dann kein Licht? Weil ich ein Kavalier bin, ne? Weil ich ihn aus dem Schlaf rausreißen will. Huhu, Kavalier, dass ich nicht lach, wenn du da einen Stuhl nach den anderen umschmeißt. Ja, die stellst du mir doch, du mit Absicht den Weg, damit ich drüber fliege, ich kenne doch. Ja, ja, ja. Mei, der Huber-Urschel, ihr Alter, und der ist mit einem Drumrausch gekommen. Ja. Den hat's mit aller Wucht an das Tellerbord hingehaut. Was für ein Bord hat's denn hingehaut? Tellerregal. Ist doch mir egal. Die ganzen Teller waren kaputt. Mei, man soll sie noch einkaufen, was geht das mir an? Na ja, mir ist auch wurscht. Ja. Mir gelangt schon, wie wenn du mit deinen Reisschwamm kommst. Ja, Schaf, du tust ja gerade noch so, wenn ich jeden Tag besoffen wäre. Gott sei Dank kann ich einen Stiefel voll vertragen. Ne? Du saufst auch, wenn du keinen Durst hast. Und ihr Weiber, was? Bei einem Kaffeekränzel, literweise sauft ihr Kaffee und schimpft sie über das Leid. Hinein, Schaf. Also, das ist ja allerhand. Was? Mein Gott, na, wenn wir einmal eine Viertelstunde beieinander sitzen, bei unserem Kaffeetrinker, dann ist das für euch manchmal gleich die Hälfte Ratscherei. Eine Viertelstunde? Ja. Eine Bruthenne könnt euch neidig sein über die Ausdauer, was sie beim Hocker habt. Ne? Okay. Und ihr sitzt dann in der Wirtschaft. Ja. Als ob es euch mit Schuster bin. Ja. Hip-Hop. Ja, ja. Aber wir reden wichtige Sachen, ne? Über die Politik. Über die Wirtschaft, über den Viehhandel, über den Sex. Da kannst doch du nicht mehr mitreden. Was redet denn ihr über uns Frauen, ha? Nur über die nette Behandlung, die ihr uns Männer gegenüber habt, ne? Nein, weil bei dir schon noch was zum Behandeln war. Höchstens zum Bedauern. Na, hör doch auf. Und ihr habt beieinander bei einem Kaffeeglänzel und schimpft über die Männer, wie schlecht das ist. Das kann ich mal schlechter gehen. So schlecht werden wir, wenn ich droht. Also, das ist allerhand. Bei unseren Kaffeeglänzeln, da haben wir nur sehr solide, interessante Unterhaltungen. Sag einmal, musst du immer das letzte Wort haben? Du bist gut. Ich weiß ja nicht, wann du zum Reden aufhörst. Ja, ganz einfach, wenn du mal den Backen holst, ne? Mein Gott. Adel, grüß dich. Ja, grüß dich. Grüß Gott, mein Hans. Grüß Gott, mein Hans. Ja, was wollt ihr hier bei uns da? Ja, eigentlich nichts Besonderes. Ich wollte den Adel sagen, dass der Peter heute Geburtstag hat. Ja, du kommst doch gewiss auch noch ins Wirtshaus. Wenn ich was versprochen habe, dann komme ich auch, ne? Freilich.
Einladen braucht ihr euch ja auch noch. Habt ihr ja sowieso jeden Tag mit dem Hirschenwirt dran. Mei, euch drei, wenn ihr so anschaut. Na, weiß ich schon, warum der Hirschenwirt Hirschenwirt heißt. Abi, was? Feierabend doch, was? Ja, Großfeier, so da. Jetzt hab ich gemeint, bloß meine alte Spinner so. Aber was ich da so gesehen hab, haben alle unsere Frauen zurzeit wenig Sanftmut an sich. Wurscht. Hauptsache, wir drei sind gesund und es schmeckt unser Bier. Da hast du recht. Ja. Wir sind sozusagen die größten Feinde vom Alkohol. So ist genau, es. Wo wir einen erwischen, wird er vernichtet. Ja, restlos. Ja, ja. Du weißt ja, was ich für eine Wut hab auf dem Schnaps. Ja. Darum wollte ich dich eigentlich fragen, ob's keinen hast. Kenn dich doch, der Patschi. Aber diesmal musst du Obacht geben, das sagen wir. Ja? Ein ganz frisch gebrannter. Der hat sehr stark. Das ist recht. Normalerweise müsste man ein bisschen verdünnen mit Wasser, weil es ist. Bist du narrisch, ein Wasser in einem Schnaps nicht, das glaub ich aber. Naja, wenn er so stark ist, ja. Nun, das schmeckt er daheim. Der ist nicht ohne, sagt der Toni zu der Broni. Ja, ja. Der schmeckt noch mehr denn nur. Ja. Ja. Grüß Gott, Benand. Ja, ja. Ja, was saugt denn der? Du siehst ja am Mulch, ne? Ja, das war sehr gesund, gell? Ich kann gar nicht hinschauen. Ich hab gar nicht dran denken, dass ich das Zeug saufen müsste. Ja, das sollst du aber, Bauer. Weil das viele Bier, das wo du saufst, das bringt dich nochmal ins Grab und dann in die Hölle. Ja, lieber mit viel Bier ins Grab und in die Hölle, als mit wenig Milch in den Himmel. Da guckst du sowieso nicht rein. Ja, die werden wir auch nicht drin treffen. Oh, ich hab gar nicht einmal gesprochen, ich hab nicht da gehabt. Ja, aber jetzt wird er scharf, der ist sehr stark. Der schmeckt stark. Prost! Prost! Ja, bist du zum Prostsong da reingegangen? Nein, der Dings da. Was für Dings? Der Bürgermeister hat zu mir gesagt, ich soll zu dir sagen, dass er dir was zum Sagen hat. Was? Der Dingsbürgermeister? Ja. Wahrscheinlich wieder eine neue Abgabe, ne? Ja, bloß einmal zahlen dürfen wir. Ja. Und da wundern sich dann unsere Weiber, wenn man von lauter Wut einen Durst kriegt und ins Wirtshaus geht. Da hast du recht. Ich kann auch ein ganz schönes Quantum verdrucken. Ich glaub schon. Ja, wirklich, nein. Aber du hast recht. Wenn die Weiber ist, eine über die andere. Ja. Wow, du brauchst die Rippigung. Der Bayern ist nicht unrecht. Ach, hör doch auf. Weib ist Weib. Cool. Da hat er recht, Sepp. Das musst du merken. Geschlagen bist mit jedem Weib. Ja. Eigentlich müsste es da eine Tauschzentrale geben. Was? Ja, ich meine, wenn der die Alte nicht mehr passt, dass man es umtauschen kann. Was muss mir da die Männer schlagen, stehen dann zum Tauschen? Ja, und die Eichwett und die anderen schon, wenn der Horn stehen und warten. Ja. Jetzt geht's heim, sonst gibt's Ärger. Heim gehe ich nicht und da bleibe ich nicht. Was? Ich habe einen ganz wichtigen Gang. Warum? Was soll ich vergessen? Geh jetzt in meine zweite Heimat, ins Wirtshaus. Ja. Und? Den Durst löschen, den ich wo deinen Schnaps kriegt. Da geh ich mit, da hilf dir löschen. Ich hätte auch noch einen Durst auf ein paar halbe. Ja. Der wird mit? Ja, ich kann er nicht, ich muss zuerst als Bürgermeister haben. Ich komm dann nach. Du lass uns aber nicht zu lang warten. Nein, nein. Kann gleich sehen, dass ein Wirt das Bier ausgeht. Oh, nein. Ich hab euch drin. Ich hab jetzt mal drum zeigen. Also. Abi. Was? Da seh ich wieder schwarz für dich. Warum siehst du schwarz? Ja, ist jetzt doch zuerst ins Wirtshaus gehst, dass du dann auch den Bürgermeister vergisst. Der Rektor kann sich am Preis. Wenn der Bürgermeister zu dir gesagt hat, dass du mir sagen willst, dass es hierher kommen soll, dann geh ich auch zum Bürgermeister. Ja? Also, sollte meine Alte dich fragen, wo ich bin, dann sagst du... Du bist im Wirtshaus. Bei Bürgermeister, du Quatschdepp, du! Ja, gibst den sowas? Bei denen einen Durst mir hätte ich auch schenken können, dann hätte ich in ein paar Jahren ein Hotel beinahmt. Naja. Sepp? Was denn? Kannst du mir sagen, wo der Bauer hingegangen ist? Also, gesagt hat er, geht zum Bürgermeister, aber wahrscheinlich geht er in die Wirtschaft. Das ist aber jetzt saudumm. Warum hätte er auf dich warten sollen? Nein, das nicht, aber ich bin doch erst ein paar Tage da auf dem Hof und ich komme noch nicht so recht bei der Arbeit aus. Aber pass auf, dass du nicht drüber fallst, gell? Na, das ist mir noch nie passiert. Ja, das gerne. Du, wie lange bist denn jetzt eigentlich du schon da am Hof? Ja, das kannst du selber ausrechnen. Nein, mit dem Rechnen, da hab ich's nicht so. Also, dann packen wir's andersrum. Jetzt pass auf. Ich hab vom Bauern seinen Großvater schon Watschen gekriegt.
Dann wärst du schon braucht haben. Warum hast du die Watschen gekriegt? Das weiß ich nicht. Ich hab mir öfters leid gehabt und hat selber nicht gewusst, warum. Dann muss ich dich aber ein paar Mal auf den Kopf drauf haben. Du, aber wenn du bei dem Großvater schon da bist, dann bist ja du alt. Genauso alt bin ich ja. Wirklich? Ja. Dann bist du ungefähr so alt, als wie ich bin. Bist du auch schon so alte Kuh? Du, okay. Reiß dich ein bisschen zusammen. Von wegen alte Kuh. Ich bin in den schönsten Mädchenblüten, ja. Das heißt doch, eigentlich wäre ich ja schon ein Jahr älter. So. Ja. Aber ich bin einmal in der Schule sitzen geblieben, darum bin ich ein Jahr jünger. Ja, dann bin ja ich 3 Jahre jünger. Ja? Aber trotzdem bin ich jetzt so richtig in dem Alter, wo ich die Männer ranziehe. Wirklich? Ja, ich bin so richtig reif für die Liebe. Was, bist du reif? Ja. Du bist schon überreif. Du müsstest eigentlich im Garten draus liegen beim Fallobst. Nein, ich habe halt eine geschonte Jugend gehabt. Ja, das glaube ich. Wenn ich das so genau anschaue, kann ich schon verstehen, warum dich die Männer in deiner Jugend so geschont haben. Aber jetzt mag ich nicht mehr geschont werden. So? Nein. Trotzdem schaue ich mir jedes Mannsbild an. Ganz genau. Ja. Bevor ich mit dem... Was? Spazieren gehe. Du hast doch nicht überspannt. Du darfst ja 10 Abschläger bis zum Ellenbogen auf, wenn du nur einen gründest. Aha, dass mir vielleicht so geht, als mit der Bayerin, oder? Warum, wie geht's in der Bayern? Schlecht geht's. Ja. Wirklich schlecht. Ja, wenn ich erst ein paar Tage da bin auf dem Hof, aber ich habe das ganz genau gesehen, dass die zwei nicht besonders gut miteinander auskommen. Ja, das verstehst du nicht. Die zwei lieben sich eben auf ihre Art. Aber so viel verstehe ich schon, dass daran nur der Bauer schuld ist. Verstehst du auch nicht? Unser Bauer, der ist nämlich schwer krank. Na ja. Mei, was fehlt ihm denn? Dem fehlt's an der Leber. Ja. Wie am Saufen. Aber jetzt wird er dann operiert, da kommt dann die Leber raus. Ja, was tut er dann? Dann sauft er auf der Milz weiter. Ja, aber da tut er mir wirklich leid, der Bauer. Also da ist er vielleicht schon ein armer Teufel. Da braucht er aber nicht leid, oder? Grüß dich Gott, alle miteinander, alle miteinander. Servus! Alter Mistwagen schon fern! Grüß dich, alter Schuhbandelwurm! Dir gebe ich gleich Schuhbandelwurm, du Kuhbusen-Masseur! Sag mir, wie viele Leute hast du schon wieder ausgeschmiert, seitdem du das letzte Mal bei uns da warst? Was hast du ausgeschmiert? Ich bin ein unreeller Geschäftsmann und kein gewöhnlicher Betrüger! Ja. Hausierer, wollte ich sagen. Dann immer, ja. Was sind in meine entzündeten Augen? Eine neue Sumpfblume in diesem verwahrlosten Haus. Na, wer bist du denn? Die kennen ja gar nicht, du Liebreizloses, hä? Die Jungfrau, du. Ja, mei, ich bin ja erst ein paar Tage da auf dem Hof. Und schon so verblüht. Ja. Na, wie heißt du denn? Du Liebreizloses Altenfeilchen. Nandl, sagst du zu mir daheim. Kein schöner, aber seltener Name. Du, okay, der Blecker kann ich mich selber. Hätte ich mir doch nie mehr so erlauben, hä? Hm? Wer haben wir's denn, du Radi-Pflanzerl? Magst du mir nichts abkaufen? Da schau ich mal her, was ich für wunderbare Sachen hab. Nadel, Faden, Handtuch, Seife, Hirnsocken, ein Slip oder ein Tanga. Nein, ich kann nicht tanzen. Ein Tango, ein Höschen für die Frau. Bis denn, Halter. In allen Abfallobstgrößen. Das ist ja ein Zweimann-Zeit. Schlümpfe, Blusen und auch Gummibusen. Drum, Leute, kauft mir jeder ein. Hier werdet ihr beschissen sein. Zufrieden sein, zufrieden. Ja.
Ich brauche nichts, nur einen Gummibusen schon gleich geordnet. Was sag ich mir, da habe ich was für dich. Direkt aus Paris eingeflogen. Oder? Was? Orientalische Düfte aus dem Orient. Stecke mir nicht ein polizeiwidriges Spürhundnasel. Oh, dies riecht aber gut. Ja. Du sag mal, was kostet dies her? Ja, das ist das teuerste, was es auf dem Weltmarkt gibt. Ja? 15 Mark. Was? Nicht für dich. Weil ich eine Schwäche für dich habe, bezahlst du mir keine 10, keine 8, keine 6, keine 4, sondern 2, aber geil. Sonst ist es umsonst. Gut, dann zahle ich 2 Mark, weil schenken lasse ich mir gar nichts. Sepp, zahle. Nimmst du auch Dollar? Das Becky hast, ja. Dollar und Dollar. Kriegst du dann ein Geschenk? Aui, aui. Du darfst sagen, Herr, was meinst denn du, was das ist? Was ist denn das? Das ist eine internationale Hautcreme. Ja? Bekannt bis in den Hintern. Was? Orient. USW. Auch USA sind solche Döschen da. Von China bringt man leider nichts einer, gell? Davon schmierst du eine Fingerspitze in dein Gesicht. Nimm du lieber einen gekeiften Esslöffel. Und deine Runzelfalten sind wie weggeblasen. Ja. Selbst dein Gesicht schaut danach aus wie ein Kinderpopo. Ja? Schaut jetzt schon so aus, bloß ohne Kinder. So ein Popo-Gesicht möchte ich einmal haben. Was kostet denn das? Naja, weil ich ein guter Kerl bin und mich an junge Mädels nicht bereichern möchte. Dann? 2 Mark. Sepp, brenn! Ich muss erst auf Bank. Was ist eine Bank? Anlagebank. Wieso? Da hab ich mein Geld angelegt. Oh. Dann geh weiter jetzt. Ja, erhöhe den Scheck auf 4 Mark. Ja. 2 Mark ist nicht zu viel für einmal Lüften aus der Dose. Ja, Lüften auch schon. Also brauchst du keine Angst haben, Sepp. Ich geb dir das Geld schon wieder zurück, ja, gell? Ist du sollst das nicht fressen, sondern einschmieren. Hab mir meine Zunge eingeschmiert. Und was ist mit dir, schöner Herr? Ja, die meine ich. Wie meinst du mit schöner Herr? Oh, lernen kann der. Hier da her und Socken, ne? Ja, brauch keine Socken. Hosenträger. Trag meine Hosen selber. Die lassen sich dehnen. Von Hamburg bis Bremen. Die brauche ich nicht. Was du in Bremen, da kenne ich ja niemand. Da hier, schnupft der Wack. Ich schnupf nicht. Schnupfen tut er auch nicht. Jetzt hat der Nasenlöcher wie ein Kanonenrohr und schnupft nicht. Ja. Hemden ohne Knöpfe, wie es der Prinz in Wallis in England druckt. Das soll die neueste Mode sein. An meine Hemden sind schon lange keine Knöpfe mehr dran. Na, wenn ich lauter solche Kundschaften hätte, das wie ihr, weil ich längst verhungert. Wo ist die Bayerin? Die Bayerin ist in der Küche drin. Du musst das nicht reinholen. Mausi, Schwanzi. Mausi, Schwanzi, sagt er zu mir. Ich Eule. Siehst du das? Der weiß, wie man mit einem jungen Magel redet, da Biffe. Jetzt warst du aber schon lange nicht mehr da, Eder. Ja, meine Kundschaft, die wird immer größer. Mehr? Ja. Da kann ich nicht so oft kommen. Du musst halt ein Auto zulegen, nicht immer mit dem Fahrrad und die Gegend unsicher machen. Du bist so gut, ich bin froh, wenn man mir die Luft für meine Radlschleife noch finanzieren kann. Willst du da mal zum Auto? Da schau her, ein ganzer Segen. Ja, grüß dich. Ja, grüß dich noch. Na, jeder Pauli, lebst du auch noch? Bis jetzt habe ich noch keine Rechnung, Knöpfe in die Beerdigung. Aber trotzdem, grüß dich. Ja, grüß dich Gott. Warst du lange nicht mehr da? Ja. Einiges fehlen, hä? Sag einmal, Eder, hast du nicht Zigaretten für mich? Tut mir leid, hab keine da. Dann muss ich meine eigenen rauchen. Ja, du bist schon ein Schöner, da ich ordentlich nichts abkaufe, aber Zigaretten schnurren, verstehe ich? Ja, geht's denn ja. Was darf ich dir denn zeigen? Was brauchst du denn? Eder, ich brauch heute gar nichts. Ja.
Ja, doch, so ist ja gleich Baum, oder nicht? Junge, Grünherrschaft. Na, was? Ja, ist doch schon ein seidenes Tücher. Schön, sehr schön. Ja, muss man schon sagen. Mm. Aber ich brauch's nicht. Oder da einen Korsett. Oho. Mit diesem Korsett geht auch dein Bäuchlein weg. Was nicht, ha? Nieder. Was haben wir denn noch? Schürzenstoff, wunderbare Muster für Dirndlgewand. Ja, schön. Mein Gott, Bayern, Schau dir diesen Stoff an. Wie er sich an deinen Körper hinschmiegt. Mein Gott, fesch jetzt du auch schon, fesch. Zumindest bis zum Hals. Fesch. Für wen denn schon? Na, für deinen Mann, der möchte doch auch einmal ein danziges Mädel haben. Ach, geh weiter. Der kennt doch bloß nur sein Wirtshaus. Hä? Und für den soll ich mich festmachen. Da kann man doch einen Buckel runterrutschen. Schade, Bayerin, kann ich mir zwei leider haben? Ja, eigentlich nicht. Kein Geschäft machen, sag ich. Du, jetzt pass mir auf. Wenn jetzt du ein Mittel hättest. Ich hab jedes Mittel. So. Ne? Wenn jetzt du ein Mittel hättest. Das mein Alten vom Wirtshaus gehen abhalten tät. Dann könnten wir zwei ins Geschäft kommen. Aber da laufe ich Gefahr, dass mich alle Wirt verfolgen und mir das Kreuz abschlagen. Mein, wenn du nichts hast, dann kann man halt nichts machen, gell? Was denn? Ich glaube, ich habe noch irgendwo einen Kanister mit einem Konzentrat rumstehen, das für diesen Fall äußerst günstig wäre. Mei Eder, wenn du sowas haben darfst, dann kaufe ich dir dein ganzes Klump samt deinen alten Kopf ab. Hab immer schon gewusst, dass du sehr splendid bist. Ja. Gut, ich eile, ich fliege. Nein, komm lieber mit dem Radl. Bin ich auch schon geflogen. So. Damit ich meinen Alten endlich einmal die Saffen abgewinnen kann. Du Bayerin! Ja, ich schreibe mir einen Hals auf, da weißt du überhaupt gar nicht da. Jetzt geh weiter, Anton, heute halt ein bisschen bei der Arbeit. Wenn du schon bitte sagst? Ja, Fräulein, bitte, so gern mach vielleicht noch einen Kniefall, ob du aufgeregt bist, dass du bei der Arbeit hältst. Also gut, dann bin ich halt ausnahmsweise heute einmal aufgeregt. Gut, dann geh mal da. Nein. Zuerst bleibst du. Was ist denn? Jetzt muss ich dich nämlich zuerst was fragen. Ja, frag einmal, dass du was lernst. Sag einmal, Sepp. Was denn? Wo gehst denn du eigentlich zum Kammerfenster hin? Warum möchtest du das lernen? Das brauche ich doch nicht lernen, das kann ich doch schon. Ach so. Sowieso. Oh, ja. Nein, aber ich hab halt gemeint, wenn du halt gar nicht wissen darfst, wo du hingesollst, nachher. Was nachher? Ja, nachher kannst du ja eventuell im Notfall auch zu mir kommen. Ja, wenn ich zu dir komme, war es wirklich ein Notfall. Sepp. Was bitte? Schau, das ist doch so ein gutes Angebot. Ja, überleg doch mal. Erstens brauchst du überhaupt gar keine Leiter spazieren dran, gell? Zweitens kriegst du im Winter überhaupt gar keine kalten, nassen Füße. Und weißt du warum? Warum? Weil dein Schatz im selben Haus drin wohnt. Wirklich praktisch und bequem. Aber lieber kriege ich nasse Füße. Mei, bist du doch du ein Feigling. Lieber 5 Minuten feig, als wer lebt doch langer Depp. Schaff Zeiten. Wenn ein solcher Kerl wie du und bist ein solches Angebot kriegt, der müsste ja direkt im Sturm, müsste der daher gebraust. Komm mal. Bin aber nicht so stürmisch. Und braust habe ich überhaupt noch nie. Mei, also weißt du es. Aber das ist typisch. Typisch, Manns, bitte. Ihr seid alle miteinander gleich. Ja, sonst darf es nämlich gar nicht vorkommen, dass so manches wunderschönes Blümelein auf der Wiese ungepflückt verwelkt. Warum bist du noch ungepflückt in deinem Alter? Weil es noch mehr solche Deppen gibt, als wie du einer bist. Na, bin ich schon froh, dass ich nicht allein bin. Ja. Nein. Solche Mannsbrüder sollten überhaupt nicht geboren werden. Und wenn doch, dann sollte man es gar nicht fordern. Aufpassen! Ja, was hast du denn da? Eher aufpassen!
Sag einmal, du blinde Hähne, hast du keine Augen im Kopf, oder was? Brennt mich doch dieser Dutschen glatt über den Haufen. Wer Dutschen? Du Dutschen! Selber Dutschen! Was ist denn das für eine Trampe? Selber Trampe! Du darfst ja nicht frech werden, gell? Wo ist denn die Bäuerin? Sag das doch! Also sowas Unverschämtes ist mir doch meiner Lebtag noch nicht begegnet. Und? Da bin ich die Erste. Sag einmal, du Taube, das hast du nicht gehört. Wir wollen wissen, wo die Bäuerin ist. Okay. Zügle deine Zunge, wenn du mit mir sprichst. Also gut, dann sag ich ja halt, dass ihr da seid. Bäuerin! Zwei blöde Weiber sind da. So ein unverschämtes, freches Luder. Ist mir doch meiner Lebtag noch nicht begegnet. Die frisst bei mir kein Pfund Salz, so schnell flöckert die wieder raus, was glaubst du? Ja, das wird die neue Matze, die sie jetzt eingestellt haben. Okay, aber ich mag mich auch überhaupt nicht mehr ärgern. Nein, die gang mir gerade noch ab. Muss ich mich mit meinem Alten schon so ärgern, dass mich Gift und Gall umbringen kann, wegen dem versuffener Lackel, dem versuffener. Also du. Deinem Alten hätte ich die Schneid schon lang abkauft, gell? Was? Der, der mir sagt, so tanzen wir ich pfeif. Komm, da ist die nicht. Der lässt schon die tanzen, dass du nimmer pfeifst. So klar machen die dir. Gell, von wegen. Ich bin noch nicht so dämisch, als wir die Resi. Sie, die blöde Kuh, die lässt sich doch alles gefallen. Die Resi? Komm, hör mal mit der auf, das ist ja die Oberblöde. Ja. Ja, ihr seid's da. Ja, ja Resi! Ja, was führt denn euch her zu mir, ha? Ach, mein Herr. Also, da darf ich noch fragen. Also, Wessel, ob du das glaubst oder nicht, aber wir haben gerade so nett über dich geredet. Ja, 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 sehr nett. Ja, ja, ja. Ja. Ach, und über den, was, Riesel, ausreden wollten wir uns wegen unserer besoffenen Mannsbrüder. Ja. Also, zu Tod ärgern kann man sich damit. Ja, meint ihr, dass es mir anders geht, ha? Und wenn du den Lacken einmal die Meinung sagst, dann wären es gleich noch Saugrober, ha? Das Schlimme daran ist ja nur, dass es kein Mittel gibt, dass man unsere Mannsbrüder endlich vom Saufen abhalten kann. Ja, hör mal auf, was hab ich schon alles probiert? Oh. Nein, ich habe ihn meiner mal aus dem Schlafzimmer ausgesperrt. Wisst ihr, was er dann gemacht hat? Was denn? Dann hat er mir die Schlafzimmertür eingerennt und ich hab von meinem Haushaltsgeld einen Schreiner zahlen können. Oh. Ja? Also alle Mannsbrüder taugen nichts miteinander. Und wenn wirklich einer mal ein gutes Haar am Kopf hat, dann ist er bestimmt den nächsten Tag ausgegangen. Ja. Also wenn es nach dem Gang, dann müsste der meine schon längst plattert sein. Jetzt weißt du mir auf, jetzt muss ich euch was erzählen. Was? Gibt's was Neues? Ja, ja, Freund, vorhin war der Ederbauli bei mir da. Was, der Hausierer? Ja, genau, du kennst ihn ja. Ja? Und der hat gesagt, dass es ein Mittel gibt, mit dem wir unsere Mannsbilder das Saufen abgewöhnen können. Was? Ja, und dieses Mittel hat er. Nein, was, ja? Wirklich? Ja. Mein Gott, du, vielleicht kann man unsere Mannsbilder ja doch noch kurieren. Mein, war das ein Glück, wenn das Mittel heilt. Ja. Ja. Du, sag einmal, kommt der Eder Pauli zu dir noch mal rüber? Ja, freilich. Und dann bringt es mit, hat er gesagt. Das ist ganz gut. Ja. Dann komm ich ja noch gleich noch mal vorbei. Mhm. Weißt, jetzt muss ich los. Ich muss unbedingt zum Kramer. Ja, ich muss noch was einkaufen. Ja, ja. Weil mein Alter, der sauft nicht nur, der frisst auch noch. Und ich gehe zum Metzger und kaufe 2 Pfund Hirnwurst. Für mein Alten, der braucht's für dich. Ja, genau. Ist der dieser Kreuz mit den Mannsbildern? Hoffentlich kann uns der Ederbauli helfen. Ist die Alte drin? Wer Alte? Wer ist denn das? Ach, grüß dich. Du bist schon wieder da. Ja, ja. Ja, grüß dich. Mein, das, wenn ich gewusst hätte, dass du so schnell wieder kommst, da hätten ja die 2 Weiber warten können. Was für Weiber? Ja, weißt du, Meier und Huberin. Ja. Denen hab ich's doch gesagt.
Mein Gott, deine Weiberlein, brauchst du nur eine Neuigkeit erzählen und du sparst dir eine Zeitung. Was geht denn das die Weiber an, was ich dir gebe? Ah ja, weißt du, deine anderen Mannsbrüder haben die gleiche Saufkrankheit wie der Männige. Verstehe. Die haben es auch nass, fordern. Oh. Dasselbe leiden wie der Alter. Ja. Das ist bei euch eine Dorfkrankheit. Eine Sauerei ist das. Was ist jetzt? Hast du jetzt das Mittel? Da ist das Wundermittel. Von der Firma Sausemann und Söhne. Dafür übernehme ich hundertprozentige Garantie. Für die Söhne? Für das Sause. So. Ja. Aber Sie erst einmal erklären, warum das Mittel so teuer ist, nicht? Ja, ja. Und wie das Mittel anzuwenden ist. Das hat ja ausländische Bestandteile von Australien, Afrika, China, Österreich. Was? Was glaubst denn du, was da alles drin ist? Ja. Petersilien, Linoleum, Lanolin, Plastalin, alles ist drin. Und drum ist auch so teuer, aber wirksam. Ja, ja, was kostet da jetzt das Flaschen? Ja, das kostet mich im Einkauf 25 Mark. Nicht? Vom Transport mag ich gar nicht reden. Also für die 20 Mark. 20 Mark. Da darfst du mir glauben, dass du kein Pfennig verdientest. Eder, dir glaube ich alles. Da bist du die Erste. Ja, auf deine 20 Mark. Ja du, und wie muss ich ihm jetzt dann das Mittel eingeben? Geheim. Geheim. Pass auf. Ja. Wenn er mit einem kleinen Affen heimkommt, ja, dann darfst du ihm in der Früh im Kaffee einen Esslöffel hineinschütten. Wenn er aber einen Tee trinkt, ja, dann darfst du ihm einen Tee rein. Dann nehmen wir einen Tee rein. Ja. Kommt er mit einem Riesenrausch heim, ja, darfst du ihm in die Suppe beim Mittagessen zwei gehäufte Esslöffel hineinkippen. Ja, du, und schmeckt er dann das Mittel auch nicht? Meine Mittel sind vollkommen geschmacklos. Aha. Aber gehen nur im Bahn sein Teller, was ich nicht tue. Ja, ja, das ich kenne den anderen nicht. Also. Viel Glück. Ja, du, Robus. Was? Giftig ist das aber nicht, gell? Nicht, dass man drauf geht, brauche ich auch noch. Zu was? Weißt du, dass der Haberlbauer von auf Kira seinen wertvollen Zuchtstier damit kurieren hätte können, wenn das giftig war? Ist der Stier wieder gesund worden? Der stiert schon wieder wie in seinen jüngsten Tagen. Oh! Ein bisschen schlecht wird er halt werden. Schlecht. Und sausen muss er. Oh. Na gut, gewisse Körperfunktionen geraten völlig außer Kontrolle. Oh. Aber das ist ja nicht dein Bier. Sondern? Sein Bier. Du, weißt du, dass die Huberin und die Meierin auch so ein Mittel brauchen? Ja, frei, die bringen noch gerade ein paar Flaschen. Aber einen ganzen Träger abgefüllt. Ja, das ist ja gerade recht. Bringe gleich eine Flasche vorbei. Ja. Und du sagst dann, wie das Mittel anzuwenden ist. Genau, die kommen ja sowieso noch mal rüber zu mir. Aha. Und dann sage ich es ihnen. Also, na, servus. Dann wünsche ich dir recht viel Glück bei der Bierkur. Jetzt werden wir ja dann sehen, wer stärker ist. Den wird es ihr oder das Mittel und mir. Haben wir auch schon einen gefunden? Wie du siehst, ne? Aha. Wo kommst denn du her? Vom Bürgermeisteramt. Verkaufen die jetzt auch schon ein Bier? Die haben es holen lassen. Nee, vom Wirtshaus kommt, sagst du? Weil du hast Wahrsager im Wirtshaus, ja. Es ist eine Schande. Der Bauer geht am helllichten Werktag ins Wirtshaus. Hm. Und die Dienstboten müssen die ganze Arbeit allein machen. Hm. Muss die jetzt bei uns ein wenig gesoffen werden? Nicht muss, ich mach's freiwillig. Sogar das Pumpen
vernünftige Vieh her zum Saufen auf, wenn's genug hat. Gib uns ein Ochsen mal ein Bier, was wird ihr Saufen anfangen? Oh, mein Gott, mit was hab ich das verdient, dass ich so ein gesuchtes Mannsbild erwischt hab? Ja, mein. Mein Ander. Ja. Früher, mein. Da warst du die Freundlichkeit selber. Ja. Da hättest du mir am liebsten den Himmel aufgekommen. Das sei die Heide, wenn ich wüsste, dass du dran bleiben. Das kannst du voll teilen. Ja, die Stimmung ist ja nicht die beste. Habe ich eine. Du nächstest du schon wieder nicht? Dreimal darfst du raten. Gehst du mit der alten Hose ins Wirtshaus? Der Wirt schaut nicht auf die Hose, sondern auf den Deppern. Wagner-Fremder, jetzt habe ich dich in der Hand mit meinen Mitteln. Dir wird die Wirtshauslaferei noch abgewöhnen. Bräse, bring dich da zusammen. Was ist denn? Der Alter ist gerade weggekommen. Ja, ja, er hat uns aber nicht gesehen. Ja, nicht gesehen. Wo ist er denn hin? Ja, da darf ich noch fragen. Was? Am helllichten Werktag, du fangst gleich auf, wo geht der ins Wirtshaus? Mhm. Ja. Wo sind denn eure Mannsbrüder? Auch im Wirtshaus. Ja, du, war der Ederbaum schon da? Ja, der war da. Und er bringt's euch, hat er gesagt. Ja. Aber wir müssen bloß aufpassen, dass uns jetzt ja niemand erwischt, gell? Du, was kostet nachher die Medizin? Für euch kostet die Flasche 30 Mark. Was? Mhm. 30 Mark? Ja. Ja, Brutzidirken, du, das ist aber Sündteuer, ja, gell? Der Ederbauli hat gesagt, das hilft. Und er garantiert uns hundertprozentig dafür. Was, wirklich? Ja. Ja, und wie müssen wir sie ihm eingehen? Ganz einfach. Ja. Kommt einer mit einem kleinen Affen? Ja, mit einem kleinen Affen. Ich meine, er kommt nur mit einem großen Affen vor. Da meine ich auch. Ja. Also gut, dann machen wir es gleich so. Wenn unsere Herren die Malerische beim Saufen waren, ja, dann kriegen sie in der Früh einen Kaffee rein, einen Esslöffel voll. Mittag kriegen sie dann zwei aufgehäufte Esslöffel voll, die zucken nicht. Oh, du, das darf aber mein Alter nicht sehen, der hat mir das Fläschlein gehabt. Das muss doch ganz heimlich gehen. Ach so. Ja, freilich. Und, hilft das dann gleich? Mal ein bisschen geschläft wird er noch heute werden. Und öfters werden wir hinausrennen müssen, nicht? Meiner kriegt so ein Quantum, dass das Rennen gar nicht mehr aufhört. Und der meine, der muss lappen, dass ein Rennruss von Dagelfing an mir der Ockergall dagegen ist. Das Mittel gebracht hat, das ist für unsere Männer die richtige Bierkur! Ja! Jawohl! Mei, oh mei, oh mei, oh mei. War das halt ein Gedränge in der Kirche, damit ja jeder schnell genug rauskommt? Heute habe ich so fest Bett für meine Mutter, damit es endlich einen Schwiegersohn kriegt. Bin ich schon hier. Mag kein Wasser, mag was zum Essen. Ja, kriegst du gleich an, dass du heute schon da bist. Warum, hast du was dagegen? Nein, ich wundert's ja nur, was es heute nach der Kirche gar so wichtig gehabt hast mit der Loni. Weil wenn man bei einem sauberen Madel steht, gibt's immer was Wichtiges. Was hast du sauberes Madel gesagt? Soll? Hast du dir ihr Gesicht schon mal genau angeschaut? Ja, von ihrer Figur mag ich ja gar nicht reden. Und der ihre Füße, die hat ja Romanbeine. Romanbeine? Ja. Was ist denn das? Am Schluss ging es immer wieder zusammen. Hey, das ist halt jetzt modern. Modern? Möchtest du damit vielleicht sagen, dass meine nicht modern sind, hä? Bei dir sind nicht bloß Haxen, sondern das ganze Gestell unmodern. Ja, schau gut. Du tust ja gerade so, als wenn du Wunderwehr warst. Geh, du, putzt du vielleicht ein, dass du noch was Schönes kriegst, als wie ich bin? Na, du bist einmalig. Geil. Dich tät ich ja gar nicht verdienen. Siehst du's? Schau, Sepp, du warst genau mein Typ.
Aber bei mir hast du halt daneben tippt. Was denn? Weißt du eigentlich, warum sie der Reisberger Lois, warum sie dir scheiden hat lassen? Wahrscheinlich, weil er verheiratet war. Ich war für auch schon 2/3 verheiratet. 2/3? Mhm. Wie geht denn das, bitte? Ganz einfach. Der Herr Pfarrer war da, ich war da, bloß er ist nicht gekommen. Was ist mit euch zu tun? Soll ich eigentlich ratschen oder fürs Arbeiten? Angebaum, wir haben doch nicht geratscht. Ja? Wir haben die Arbeitseinteilungsbesprechung gehalten für die nächsten 8 Jahre. Ja. Ja. Ja, sag mal, du warst doch gestern auch beim Wirt drunten, gell? Ja, Fräulein, warum warst du so dass du mich nicht mehr kennst? Ja, ich meine, wie schmeckt denn dir in der letzten Zeit das Bier? Mir schmeckt's immer gleich gut. Hast du keinerlei Beschwerden? Na, überhaupt nicht. Ich fühle mich hinterher immer sauber. Bei mir ist ganz Gegenteil. Ja, ich bin ein paar Mal getrunken, aber dann haben wir einen Rausch, dann ist das Malheur fertig. Was für ein Malheur? 2-mal habe ich in die Hosen geschimpft. Dass ich dauernd sausen muss, ne? Nach dem Kaffee trinken, da laufe ich ja gerade noch, ne? Aber nach dem Mittagessen, da liege ich oft einen Spurt hin, dass mich die Krabbe nicht mehr einholen könnte. Was tust du denn nach dem Abendessen? Dann komme ich oft gar nicht mehr rein. Ja, das habe ich schon gespannt, aber ich meine, du tust Jacken. Ja, was? Eine schöne Jockerei, mein Lieber. Dass ich Bier nicht mehr vertrage in der letzten Zeit, das ist mir ein Rätsel. Das kommt sicher von deinem Leberleiden. Ja, du blöde Amsel, seit wann habt ihr nicht ein Leberleiden, ha? Aber der Sepp hat doch... Spielst du denn, der hat mir Fürsten? Ich hab jetzt wieder nicht... Ja, Fräulein. Ich hab mir erst den Fuß eingeschlafen und den wollte ich jetzt aufwecken. Vielleicht kommt es bei mir vom fetten Essen. Nein, ja, das glaube ich nicht. Je fetter, desto besser. Ja. Das hat schon der berühmte Professor Leistenbruch gesagt. Ja. Der hat Sauerbruch geheißen. Warum war der so sauer, weil er einen Bruch gehabt hat? Ich glaube, bei dir kommst du von vielen Saufen. Meinst du? Ja, da meine ich, hat der Sepp recht. Ja, weißt du, bei uns im Dorf ist ja auch erst neulich einer gestorben, weil er viel zu viel gesoffen hat, ja. Das war. Ja, und dabei war der erst 99 Jahre. Ja, du Rimpig, du Blöste, war er so auch gestorben in dem Alter, oder nicht? Bist du da sicher? Ja, und da war ich los, auch abgeschwitzt. Nein, der ja, schon. Die. Also, weißt du, da kommt man sich direkt vor, als wäre ein Depp. Das bist du. Komm, Depp, in mir zwei. Wenn der noch die Ross füttern kann. No. Haben. Ein Schnecken, jetzt haben wir die Löffel in der Hand. So, beim, da ist jetzt Zucken. Ja, ich hab das schön, gell? Bitte. So, jetzt tust du mir die Bratensauce noch ein bisschen aufgießen, damit wir gute Sauce haben. Gell? Ja, mei. Ja. Du hast recht, gell? Die Bratensauce kann man nie genug haben, so ist damit es die 15 Nägel besser rutschen. So, und jetzt ganz schnell sein Mittel. Eine aufkräften, 2 aufkräften, Lieschen. Und gleich wieder zumachen und aufräumen, das ist das Allerwichtigste. So, jetzt kannst du dann wieder sausen und rennen, du. Profisauf, Bruder, du. So, die Bratensauce ist auch fertig bei mir. Ja, recht? Das ist recht. Da sagst du gleich die Mannsbilder zum Essen. Ja, sag ich. Du Bayerin, hä?
Darf ich dich noch schnell was fragen? Ja, aber schick dich, gell, sonst wird Zucken geholt. Darf ich heute noch zu meiner Mutter gehen, weißt du schon? Weil sie hat nämlich Geburtstag. Ja, freilich. Ja. Bringst dir 10 Eier und 1 Pfund Schmalz mit. Und sagst, das ist von mir zum Geburtstag, gell? Dankeschön. Ja. Da werden sie sich aber gefreut. Ja. 20 Eier und 2 Pfund Schmalz. Probieren, Hunger. Ja. Was ist der Bauer? Aha, der kommt auch gleich gerannt. Wie er so gerannt? Ja, wie ich zuletzt gesehen habe, bis er gerade aus Heisel gerannt. Oh, ja. Mahlzeit. Mahlzeit. Wo ist denn der Bauer? Der kommt gleich gerannt. Schwabler. Mahlzeit. Frau, was schnauft denn so? Ja, dass du auch schnaufen müsstest und laufen müsstest, bei dir. Mit dem Mulch bin ich schon sicher. Magst du mal trinken? Magst du mal einen Schein? Also Mahlzeit. Mahlzeit. Tu doch nicht so viel Pfeffer. Ich mag schon mal scharf. Ja, da könnten wir gleich noch mehr Durst. Ja. Ist doch langsamer. Wer schnell isst, der arbeitet auch schnell. Und wer schnell säuft, der läuft auch schnell. Josef, unser Zugross will ich verkaufen müssen. Ja, warum? Das zieht nicht mehr, das haut nicht mehr hin. Außerdem ist mir ein Rappe angeboten worden. Ne? Ja, was für Farb? Nein, bist du blöd. Das weiß doch auch jeder, dass ein Rappe weiß ist. Ach, du bist ja noch blöder. Aber der Rappe, der da zu uns passen könnte, hätte man sich ins Gespann genommen. Aber da hat er 3.000 Mark verlangt. Ne? 3.000 Mark? Ja. 3.000 Mark? Also unser schwarze Gors, die hat auch 70 Mark gekostet. Da kriegt man für dich auch ungefähr so viel. Bist du? Bin doch kein schwarze Gors. Nein, schwarz bist du nicht. Wer hat dir denn den Rappen angeboten? Ach so, den. Der Harthofen. Nein, ich glaube, es war der Weichhofer. Was ist, meinst du, soll ich das rauskaufen? Von mir aus, ich rede da nichts drin. Du fragst mich auch nie, wie viel Maß Bier das saufen soll. Ach, schon das, so spritzige, so spitzige Was hat denn der Bauer, dass er da am Ring? Ja, du selber hast doch gesagt, das kommt von seinem Leberlein. Jetzt hat mit deinem Mann jetzt nichts verstehst. Ach, okay, das Bier ist schuld. Trink doch einmal schön ins Quantum, mir fällt nichts. Nein, du hast halt eine andere Natur wie der Bauer. Also weißt, Barry, der Bauer, der sollte wirklich zum Doktor gehen. Ja, das kann doch der gar nicht aushalten. Der, da rennt sich auch noch. Das aufreiht noch sein Untergang. Für mich ist bloß das Bier schuld. Das Bier ist natürlich wieder schuld, von wegen des Wasser. Das Wasser ist schuld. Da sind Cholera-Bazillen drin. Kohlrabi-Pastillen! Ach, was? Zwei neue Rollen müssen aus der. Du trinkst doch die ganze Zeit kein Wasser. Aber im Kaffee und in der Suppe, die kochst du mit Wasser, oder nicht? Und was ist denn da mit Bier? Das ist was anderes. Weil das Wasser, wo das Bier gemacht wird, das wird vorher kein frei gemacht. Das wird ein keimtes Wasser. Das ist überhaupt kein mehr drin, nur noch Bier. Ja. Redet doch quasi ein Schmarrn daher. Hm? Dann müssen wir auch was spüren, dann müssen uns auch schlecht werden. Was? Vielleicht haben wir einen anderen Bau. Na, du sagst, ich habe einen Bau. Mein Gott, nein, und da sollten die Menschen das Essen anschlagen. Sag mal, Bayern, übrigens am Bauern bei der Suppe schon so schlecht geht. Ja, wie werden wir das erst bei den Knädeln und beim Fleisch? Der verlangt sich halt nichts mehr. Ach, das geschieht ja ganz recht. Warum hört er nicht auf mit seiner verflixten Sauferei? Du meinst, ich soll dem Bauern vielleicht einen kalten Kopfwickel machen? Am Bauch fällt's ihm doch. Gut, dann mach ich einmal den kalten Kopfwickel am Bauch.
Ich sage euch, das eine, das wünsche ich meinen Todfeinden. Was, was anderen? Ja. Heute bleibst du mal schön daheim und nix in der Bitte. Ja, Frau, das ist bitte auch noch voll im Auto. Dann lass das bleiben. Ja. Ich mag keine Nähe mehr, ich mag kein Fleisch mehr, mir ist der Appetit vergangen. Dann ist hier der Kick drauf. Ja. Und die Tschirka mit. Voll. Ja. Jemand. Ja. Bauer, du sollst auch... Volke, Papp und Schleiche. Muss auch von Gottes Willen. Dann laufen die ja noch schneller. Sag einmal, kannst du deine Sauferei nicht mehr aufhören? Ha? Ich hab bald einen todkranken Mann, der zu keiner Arbeit mehr was taugt. Findest du das richtig? Jetzt hör einmal der Jammerei auf, alte Baustein. Ja, gib ihn auch gleich einen, alte Baustein. Ja. Los, was du mein Ruhe. Ja, ich weiß gar nicht, das kann doch nicht vom Bier kommen. Ja, das muss einen anderen Grund haben, die Krankheit. Ja. Grüß dich, Gottlinze. Andal, grüß dich. Schaber, grüß dich. Du musst entschuldigen, dass ich gestern nicht mehr gekommen bin. Warum? Hat dich der Alte nicht mehr weggelassen? Nein, ich war so schlecht benannt, ich hab nicht aus dem Haus gekommen. Ja, mir ist genauso gegangen. Ja. Anscheinend der ist jetzt zwar, als wenn sie einen Stock zangerissen worden hat. Ja, du, das darf ja noch gehen. Aber wenn es dich mal so hat, wie es mich hat, dann ja. Vergeht dir jeder Humor. Ach, das ist... Was fällt dir denn? Was hast du? Weiß nicht, seit 14 Tagen. Immer wenn ich einen Rausch gehabt habe, habe ich so Bauchschmerzen und sausen muss ich am laufenden Band. Ne? Was du auch? Das hast du auch. Ja, dann hast ja du dasselbe Leiden wie mir. Ja, na. Ja, warum sagt, hat man da noch nie was gesagt davon? Ja, freilich, lass mich von euch recht erblicken. Da hab ich lieber das Maul gehalten. Mir ist gestern so schlecht gegangen, dass ich direkt im Bett bleiben hab müssen. Ja, freilich, halt. Wieder mal die Hurten, ja. Halt dich nicht so lange auf, vielleicht muss ich auch raus. Du, das sag ich dir. Wenn der bloß ein Häusl hat, sind wir fein sauber aufgeschmissen. Das ist mir leid, zwar wart sie auf dem Bauern. Ich weiß ja. Nicht, wo der ist. Mir schon. Wo ist er? Draußen ist er. Platz ist in der kleinsten Hütte. Auwe. Das geht jetzt schon seit 14 Tagen so. Wenn der so weitermacht, geht bald seine Hosen allein aufs Häusl. Was glaubst du, was bei mir ist? Ich hab meinen Hosenkürtel schon vier Löcher enger gemacht. Ein Blödsinn. Ich hab Tag dabei, da mache ich meine Hosen gar nicht mehr zu. Habt ihr euch jetzt schon krank gesoffen? Was? Jetzt bald so weit sein, dass euch die Engelein zum ewigen Höhenflug abholen. Nein, nein. Die Freude mache ich meiner Alten noch lang nicht. Dass ich mich beim Peter oder so mal. Nein, nein. Sag's mal, wo bleibt denn der? Den hat's noch schlimmer wie mich. Du sag einmal, Meier, du wolltest dir doch ein neues Zugroß kaufen, gell? Ja. Ja, aber der Bauer, der möchte nämlich das Sein jetzt hergeben. Was? Mhm. Ja, das ist doch ein schönes und ein gesundes. Groß? Warum will er es denn hergeben? Ja, weil er einen Rappen in Aussicht hat. Ja? Mhm, ja. Was soll er denn kosten? Gesagt hat er noch nichts, aber 3000 Mark kriegt er leicht dafür. 3000 Mark ist aber ein schönes Geld. Das ist auch ein schönes Ross. Wenn man da meine Geld geht, kommt man drüber reden. Du weißt, unser Bauer versteht was von den Pferden, gell? Darum bin ich ja da. Also, da stehe ich nicht mehr lange durch. Das halte ich nicht mehr lange aus, da gehe ich drauf. Eine saublöde Situation ist jetzt das, nicht? Ja. Weil ich wollte dich eigentlich fragen, ob es nicht... Zu mir übergehst noch meinen Gallschank, du verstehst mir nicht. Ja, du schick deinen Buben zum Tierarzt, der soll dein Pferdl untersuchen. Wenn er fertig ist, soll er uns zwei auch untersuchen. Ja.
Also zur Zeit ist bei mir der Wurm drin, wie man so sagt. Ja. Oh, mir geht's so schlecht. Ja. Mein Gaul wird mir wahrscheinlich umstehen. Ja. Die Alte ist so gerantig. Ja. Oh, hätte ich noch gerade ihn nicht kennengelernt, da drum. Wo drum? Meine Alte war eine Sängerin. Ja. Auf einer Alm. Ich bin aufgestiegen. Ja. Ich deppe blöd, hab's einmal gesehen und hab's gleich geheiratet. Dann bist du sozusagen ein Opfer der Berge, gell? Ja. Wieder meine Rappen kommen. Nein, habt ihr das schon gehört? Was ist denn? Ein Schlemmermeier, sei Alte, ist vom Ros erschlumpen. Mein Gott, der Schee. Hat ihr das Ros noch? Das Ros kommt mir auch rein. Aber die Sorge hätte da vielleicht ich ein Glück gehabt. Warum denn? Der Schlemmermeier wollte mir mal heiraten, ja. Ja. Da stellt er vor, was? Da war ich jetzt ich hin. Ja. Und das Ros, ne? Apropos Ros, was ist, gehst du mit, schaust du mein Galo? Nein, geh mit. Vor der Umstädt. Ich muss gleich bloß noch mein Zimmer. Ich muss meine Reserve unterholen. Jetzt ist frei. Was ist denn? Sepp, du kannst gleich mich begleiten zu meiner Mutter nach einem Markt rüber. Nein, ich hab keine Zeit, ich muss in die Wirtschaft. Ich werde erwartet. Bei so einem schönen Wetter, da sitzt sie doch ein richtiges Mannsbild nicht ins Wirtshaus. Da geht er doch mit seinen Dirndl spazieren. Aber noch schöner ist ein Maß Bier. Kannst du an nichts anderes denken, als wie an ein Maß Bier? Doch, an zwei Maß Bier. Sepp, schau, ich war genau die Richtige für dich. Aber manchmal soll sich nie an eine halten, sonst werden die anderen alle bäs. So. Und jetzt geh zum Schafkopfer. Für die Mausi Schwänze. Geh dazu zum Schafkopfer. Du Schafskopf! Oh, ich kann mich so ärgern, Olli, sind Sie mir doch gleich. Na, das Berühren der Figuren mit dem Pfoten ist verboten, gell? Ich wollte dich ja bloß streichen, nicht? Was? Ja, manchmal kommt vor, dass einem sein Herz auf ihren Maten schlägt und sie weiß gar nichts davon. Meinst du vielleicht mich? Ja, in dem Fall. Der Bauer. Also, der Bauer. Hast du jetzt eine Unterhosen? Ja, die sind alle in der Wäsche von meiner alten Hand. Na, schaff Zeit, Mutter, wohl. Dass jetzt ich überhaupt kein Glück habe an meinem Dienstplatz mit dem Mannsbruder, he? Kannst gar nicht verstehen. Und mir war doch eigentlich alles dran, was so ein Kerl brauchen kann. Erstens hätte ich eine rassige Figur, gell? Zweitens, darf ich sogar im Moment gut rühren. Und drittens habe ich einen königlichen Gang. Aber es weiß keiner. Ja, sag mal, wie ist jetzt übergeschnappt, ha? Die steigt da herin umeinander wie der Gockel am Mist. Wo ist denn der Bauer? Der ist mit dem Meier gerade vorgegangen. Also der kann keine Stunde daheim bleiben. Ja. Obwohl es ja mal was Schlechtes. Ja, da hast recht, es ist wirklich ein Kreuz mit denen im Holzprojekt. Alle miteinander gehörten es eh gesalzt. Was? Salzen? Jawohl! Heute Nacht hau ich mir ein Pfund Salz ins Bett. Wieso denn das? Da kennst du das Lied nicht. Im Salzkammerquartal. Du auch schon gekommen mit den Mannsbildern. Ja, es ist wirklich ein Kreuz, wenn man einen gern hat. Und die will nichts wissen von einem. Mei, bist du noch einen verliebt? Ja. In wen, wenn ich fragen dir? In Sepp? Er ist zwar ein Depp, aber das macht mir nichts aus. In unseren Sepp? Mhm.
Ja, weiß er nicht schon, dass du gern sitzt? Nein, also weiß ich nicht. Ich hab's ihm schon so oft gesagt. Auf dem Auge hört er nicht. Ja, weißt du, Nadel, gar so deutlich darf man das die Mannsbilder nicht sagen. Nee. Sonst beißt es überhaupt nicht an. Wir Weiber, wir müssen da ein bisschen spröd sein. Aber das bin ich doch! Nicht blöd, spröd! Wir müssen uns da ein bisschen rar machen, hast du mich? Ja, Barit, aber weißt du, das ist ganz einfach meine Temperatur! Ja, also, ich will ein Mannsbild sich, das mir gefällt, man muss ihm das am Schlag sagen, dass ich ihn gern habe. Mein Gott, nein. Wir Weiber sind auch nicht über die Allergescheitesten. Ja. Die Mannsbilder, diese Teufel, die überlisten uns schneller, wie wir glauben. Ja, hast recht. Aber jetzt gehe ich zu meiner Mutter, sonst komme ich heute überhaupt nicht mehr heim. Das tust du, sonst ist der Sonntag vorbei, ja, gell? Ich gehe gleich durch die Küche durch, gell? Ja. Weil du hast ja gesagt, ich darf 30 Eier und 3 Pfund Spalt. Nicht Eier, 3 Pfund Spalt. Ich werde es für. Nein, das ist ja doch. Unsere Mannsbrüder sind bei mir drin. Jetzt. Was ist Riesel? Wie schmeckt denn der mir am Gemahl die Medizin? Ja. Das ist mir wurscht, wie sie am schmeckt. Saufen muss es doch. Wirklich, nur nicht nachgeben. Na, wirklich nicht. Du stellst euch einmal vor. Ja? Der Meinige fährt jetzt öfters auswärts mit dem Radl, weil er meint, dass ihm unser Bier schaden könnte. Jetzt sauft er woanders uns. Mein Gott, vielleicht hat er irgendwo auswärts eine Gespuse, dass er deswegen sein Bier draußen trinkt, ne? Meinst? Ja, kann sein, ne? Also das darf ich ihm nicht raten. Den darf ich so viel Tropfen rein in sein Essen, bis er zerreißt. Mein Mo hätte es gestern erleben sollen. Oh, mein Ding ist schlecht. Also, der hat mir fast leid getan. Oh, yes. Der hat nicht einmal aus dem Haus können. Also, ich glaube, ich habe ein paar Löffel von dem Marschierwasser als Fulder. Auf alle Fälle darf bei mir ein Ederpauli dankbar sein für dieses wirksame Mittel. Jawohl, du, die 30 Mark, die habe ich gern gezahlt. Ja, und wenn der wieder kommt, dann bestellen wir gleich nur eine Flasche als Reserve. Ja. Also wir Frauen, wir lassen uns nichts gefallen, bloß weil wir das schwache Geschlecht sind. Nein, ja, du, da brauchst du gar keine Angst haben. Ein altes Sprichwort sagt, Weiberlist ist die schönste Tugend Gottes. Ja, unser Kampf, der geht weiter bis zum endgültigen Sieg. Ja. Jawohl, nieder mit dem Monarch. Genau. Ja. Einer braucht bloß kommen. Fürchten der mir gar keinen. Ich sag's euch, ich bin auch so klar, dass ich auch jetzt Mannsbild stundenlang watschen kann. Da hast du recht. Nein, mein Schatzi, da kommen wir unsere Tina. Nicht da vom Wegen. Das war gerade nur die Tina. Auch so was lassen Sie mir überhaupt nicht gefallen. Das ist nicht so viel. Sag mal, anderen. Was? Hast du eigentlich das Häusle noch hinter der Scheune? Ja, Frau, hast du gemeint, in meinem Zustand reiche ich das ab. Gott sei Dank, ich glaube, ich muss schon wieder. Ja, ich werde keine neue Scheune bauen, sondern ein paar Häusle habe ich gefühlt. Was sagst denn du, ha? Also, ich habe mir eingebildet, dass ich durchs Fenster unsere Weiber gesehen hätte. Das war eine Täuschung von dir. Geh. Ja, auf, ich sehe doch noch keine Gespenster. In dem Zustand, wo du bist, sieht man sogar Gespenster. Ja? Ja. So sag einmal. Was? Glaubst du nicht, dass eventuell unsere Weiber daran schuld sind, dass es uns gar so schlecht geht? Unsere Weiber, die sind noch viel zu blöd dazu. Das kann man nicht wissen. Ja, wenn er das sagt, dann brauchst du. Gott sei Dank. Was ist denn los? Gerade habe ich es noch geschafft. Ha? Ich gratuliere dir. Ich danke dir. Ich auch. Ja. Und wisst was? Wir drei saufen weiter und wenn's uns reicht. Wenn das mit meinem Alten nicht bald anders wird, dann weiß ich nicht mehr, was ich machen muss. Nein, wir dürfen nicht kleinlich sein. Mein Gott, sie arbeiten ja auch. Warum sollen sie dann nicht auch was trinken? Die können doch in der Woche ein oder zwei Bier trinken. Ein Bauer, wenn die ganze Woche rackert und schuft, ja, dann sollen sie auch noch frei haben, oder? Ja, ja. Bloß wenn die Frei gar nicht mehr aufhört, du, da hört sich der Spaß auf.
Ja, ich sag das, das ist so schlimm. Du machst dir gar keinen Begriff. Ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Ja, mein Gott, nein. Du, was? Hab jetzt irgendwas gehört? Nein, du, na, Olli. Ja. Aha, die Nachbarin, ha? So, da schaust du mir ein Gas, wenn es zwitschert, ha? Sag mal, fängt da was? Mir fängt? Ja. Mir fängt überhaupt nichts. Ja. Was fällt mir denn? Ja, Sie wollten mich bloß fragen, ob ich nichts für Ihren Mann habe, weil er in der letzten Zeit gar so schlecht beieinander ist. Ja, 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 weißt schon. Ich bin tot unglücklich. Unglücklich. Hast du gemeint, dass der Alte in seinem Zustand glücklicher ist, ha? Auch gefunden hat er abgenommen. Der fällt ein bald zusammen. Crazy. Sag einmal, weißt du nichts? Kannst du mir nicht einmal einen Rat geben, ha? Ich weiß jetzt schon einen Rat, ja. Aber den befolgt dein Alter gerade so wenig wie der meinige. Oh. Und was wäre das für ein Rat? Frag wieder so, du falsche Hähne, du falsche. Du weißt genau, was mir heute sagen wollen, ne? Bleibe Bagage übereinander. Jetzt ist Monique. Jetzt, mein Gott, na. Es ist ja nur ein Glück, dass unsere Mannsbilder nicht wissen, dass wir schon wieder an einem üben. Oh Gott, das will ich. Mein Gott, sonst hätte man nichts lachen. Aber jetzt lachen wir. Servus. Mein Gott, die Albe mit ihrer Angst, glaubt das. Oh Gottes Willen, der Brief. Oh nein. Ah, ist schon gut. Ich will die Spinatwachtel, ha? Die sitzt ja, sonst war sie ja noch da. Du, der Brief muss unbedingt erledigt werden. Der liegt jetzt mindestens schon 10 Tage um. Weißt du, wie lange ich den Brief schon suche? Ja. Der ist vom Finanzamt, von den Blutsauger. Mhm. Die wollen doch sofort eine Antwort haben. Da muss man doch so die Fragen ausfüllen, sonst kriegt man eine Mahngebühr nach der anderen. Ich kann ja am Finanzamt schreiben, dass die nächste Steuermahnung zum Wirten unterschicken sollen. Sag mir der Bubel nach, wo die Krampf hin, aber ich muss die sofort ausfüllen. Die Wahrheit hören Sie gar nicht gern, die Herren der Schöpfung. Ja. Ich krieg mal wieder ein Hitz. Ja, Sepp, was willst denn du da? Na ja, zum Essen komme ich halt. Na, du bist ja gut, sind noch nicht einmal Zähne. Was, noch nicht einmal Zähne? Na? Ja, dann geht er meinen Magen um eine Stunde vor. Lieber Herrgott, lass mir grad Eifel sein. Nix da, wir essen erst um 2 Uhr. 2 Uhr? Das ist ja munter auch. Okay. Wir heute weiter den Nandl nicht. Lass dir eine kleine Brotzeit geben. Brotzeit ist gut. Nandl ist schlecht. Hast du Angst vor der Nandl? Angst nicht, aber die geht ja los auf mich, als wir Blücher. Wer ist denn der Blücher? Jetzt brauchst du bloß um, dass du einen Blücher nicht kennst. Nein. Also jetzt kennt ihr einen Blücher nicht. Kennst du? Frage. Ja, wer ist noch? Das weißt du hin. Sepp, dass du schon da bist. Ja, jetzt weißt du, wer der Blücher ist. Das freut mich aber. Ja, das freut mich, dass du was willst du denn? Das freut mich aber auch. Was du willst, hab ich gesagt. Ja, du bist auch da? Ja. Ach so? Ja, was wolltet ihr? Jetzt hab ich's vergessen. Ja, gehst du raus, vielleicht fällst du wieder. Ja, komm mal gehen. Dann rein ich wieder dann draußen. Halt, halt. Ich weiß. Was denn? Ja, was ich sagen wollte. Ja, was du noch sagst. Ich wollte sagen, dass der Apfelstrudel fertig ist. Das ist recht. Was? Ja. Ein Apfelstrudel gibt's halt. Ja. Nein. Hast du auch eine große Portion gemacht? Natürlich. 3 Bratreiner voll Apfelstrudel habe ich gemacht. 3 Bratreiner? Jawohl. Ja, was isst dann ihr? Moment mal. Was denn? Ja, du musst mir doch nicht sagen, dass du das ganz allein isst. Warum denn nicht? Der Bauer hat keinen Appetit, die Bäuerin mag nichts und du brauchst nichts. Also einmal möchte ich so arbeiten können, wie du fressen kannst. Und wenn ich so fressen darf, wirst du arbeiten, weil ich schon längst verhungert. Seid jetzt! Jetzt hast du schon wieder so verliebt angeschaut. Ich hab dir doch gesagt, du sollst ein bisschen spröd sein, sollst dich rar machen. Naja, denn wenn der Sex so vor mir steht, dann
dann muss er einfach um ein Hals fallen. Geht zu, du verliebte Nudel. Ja, aber sie ist halt einfach mal. Was die euch wissen wollt, nicht so erlauben, da fragst du auch, wie viel Milch das ich gehe, ne? Blödsinn, ihr seid selber rübergekommen zum Maika. Na, wissen Sie, was meine ich hier muss geben? Adel. Ja, Flinch. Grüß dich. Ja, grüß dich. Darf ich mich nicht erhucken? Ja, ich hab dich her. Ich bin so schlecht beieinander. Ja. Du, wenn das so weitergeht, der Herr ist Biers auf. Ja, gib mir Ruhe. Da sag, ich bin reif für den Friedhof. Ja, so wie es du ausschaust, brauchst du gar nicht am Friedhof hinausgehen. Weil sie bei dir das Heimgehen nicht mehr rentiert. Ja. Aber ich schaffe weiter, wenn es auch heißt, der Vernünftige gibt nach. Was ja, du? Fragen wollte ich dich, was für den Gaul verlangst. Ich hab doch meinen Preis schon gesagt. Ja, aber 3000 Mark ist zu viel Geld. Ja. 2500 ist auch ein schönes Prüfer. Aber nicht so schön wie 3000. Aber gut, du bist ein Freund von mir, sagen wir 2750. Gut. 2700 schlag ich. Den 50er musst du schon noch drauf tun. Ist das wegen denen 50 Mark? Ja. Weißt du was? Den 50er versauft man, wenn es uns wieder besser geht. Gut, einverstanden. Ja. Und wer ich von der Versicherung mein Geld kriegt, ja, erst auszahlt. Oh, das darf ich lang warten. Das wird von mir einfach nicht. Jetzt war bei mir im Stall wieder alles in Ordnung. Ja. Wenn es mit mir auch wieder besser geht, dann. Ja, das muss ich auch mal wieder tun. Ich geh morgen in die Apotheke, ich kauf noch was. Du, wenn das Mittel hilft, dann kaufe ich dir die Hälfte ab, gell? Ja. Du, Bauer! Ja. Bauer, du sollst nicht mehr wegrennen, hat die Bäuerin gesagt, weil das Essen gleich fertig ist. Ja, was gibt's denn heute Mittag? Ein Apfelstrudel. Was, um Gottes Willen, meine Leibspeise. Und ich darf nicht essen, weil ich vertrage. Ja, was ist? Gehst du mit raus, dann nehme ich den Gaul gleich mit. Nein, nehme ich gleich mit, ich muss sowieso auf Bus, weil ich im Privat Finanzamt aufgeben. Also, geh weiter, Kind. Ja, ich gebe schon. Also, los, lass mal hier noch weiter. Du, nein, was? Was merkst du denn? Ja, weiß ich jetzt nicht, Appetit, aber einfach richtig zum Anspiel. Meinst du vielleicht die? Ja, was? Geh weiter, gib mir den Puzzle. Na, geh weg, du alter Depp. Kein Puzzle? Nein. Gut. Dann treffen wir uns heute auf die Nacht um 10 Uhr hinter euch am Stadl, aber pünktlich. Ja? Mhm. Das ist eine gute Idee. Ganz klar. Aber zuerst frage ich deine Alte um Erlaubnis. Ja, bist du von allen guten Geistern? Könntest du dich dieser Kind? Voll aufs Hirn, dann wärst du nur dämischer. Also, man möchte es nicht für möglich halten. Dass die Verheirateten aber mehr Courage haben, als wir die Ledigen. Ja, Radl, jetzt bring gleich Zucken rein. Geh schon rein. So, Freund, jetzt kriegst du dann gleich wieder deine Medizin, gell? So, Maren, da ist jetzt die Suppe, gell? Ja, oh, wunderbar. Du, darf ich ein Sepp gleich zum Essen schreien? Ja, nicht bloß ein Sepp, schon die anderen auch. Ach so, na so gut. Sepp, zum Essen und die anderen. Jetzt kriegst du gleich wieder deine Tropfenfretter, gell? So, das sind zwei Esslöffel Medizin. Ah, geh auf da. Einen, zwei und gleich wieder aufräumen. Das ja nicht mehr zu. So, jetzt lass dir dein Suppel wieder recht gut schmecken, gell? Ich schreit's aber früher zum Essen. Mein Gott, nein. Ob 10 Minuten früher oder später, das ist doch ganz wurscht. Ja. Ich kann doch nicht an jeden fragen, ob sie ein Brot recht ist, oder? Ja, also seid ihr wieder so ekelhaft. Da wundert sich ein Wagerei, wie wir da zum Saufen gingen. Wenn ich noch einmal wieder so essen kann wie früher. Mei, was habe ich für einen gesunden Appetit gehabt? Aber ich muss ja was essen, sonst fahre ich auf dem Fleisch. Ein bisschen eine Kraftsuppe. Damit ich meine Kraft halt. Aber ein bisschen viel hast du mir für nicht da haben. Mir scheint, du hast halt schon Hunger, ha? Ja, ein bisschen einen. Hab ich einen Hunger, ha? Magst du mal Linger? Magst du mal schön? Was gibt's denn heute? Apfelstrudel. Ui.
Das passt besser zu meiner Mulch als wie das Sauerkraut von gestern. Da war es mir voll zugegangen wie ein Bauer. Ja. So, Mahlzeit. Bist du nicht verhungert, hä? Nein, nein. Oh, aber ganz schwach ist er schon, mein Sepp, ich sage dir, ganz schwach. Besonders wenn ich die sehe. Wie teuer hast du jetzt den Brauner da verkaufen können, das Zugrost? 2750. Ja, und was musst du für den Rappen zahlen? 1950. Oh, ich freue mich schon ganz narrisch auf das neue Gespann. Mhm. Da werden die Nachbarn wieder neidig schauen. Ich mag ja, wenn Nachbarn neidig werden. Was hast du denn? Ist der nicht gut? Hey, warum soll das mir nicht gut sein? Na ja, du meinst, wenn du jetzt wieder schaust, ist das schlecht, ne? Nein, mir ist nicht schlecht. Mir war es jetzt bloß im Moment so komisch. Ja. Oh, oh, oh. Ja, Gott, ich will doch nicht mehr. Oh, oh. Was hat denn die Bayern? Was denn? Da werden doch nicht Zwillinge unterwegs sein. Du auf, du Bläder. Meine Alte und Zwilling. Ich war froh, wenn ich einen Irrling gekriegt hätte. Aber komisch ist das schon, gell? Dasselbe Zustand, den ich aber gehabt hab. Mir fällt halt gar nichts. Ich bin halt bunker und zünd. Jetzt meine ich immer ein Licht an. Was ist denn, Bauer? Lass uns schauen, jetzt lauf dir draußen, meine Essen. Aber das ist nicht draußen Essen, gar nicht vor, wenn wir finden. Nimm den Milch mit. Bauer, ja? Du sollst kein Bier mehr trinken. Na, hör auf, ich hab einen Bruder gehabt, der keinen Tropfen Bier getrunken hat, so früh sterben müssen. So, wie alt war er denn? 3 Monate. Wenn das stimmt, was ich mir denke. Ja, was wollte ich? Aber nach kommst du was schon reden. Oh, ist mir schlecht. Sag mal, ich will dich auf, sitzt du auch ein Bier? Ich? Ja. Was? Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du weißt, was ich meine? Bei mir, hast du gesagt, sind die schlecht werden vom Bier. Ich verstehe dich nicht. Und was kommt denn bei dir? Ich greife dich nicht. Siehst du mal die Suppen? Nein, ich kann nicht mehr. Ja, soll ich die Suppen essen? Nein. Ich weiß schon, dass ich nicht mehr isst. Ich gehe nach dem Grund, weil ich mit den Teller vertauscht habe. Oh. So ist dir schlecht und nicht mir. Oh. Ja. So eine Gemeinheit! Was? Die anderen Weiber wählen doch nicht, da. Ui, jetzt sehen wir eine ganze Gasbeleitung auf. Ja, das. Anderl! Was ist? Jetzt wissen wir alles. Hä? Stell dir vor, der Huber hat sich alt erwischt, wie er in seine Suppen einen Leben, wie viel Medizin nicht hat. Durchs Fenster hat er alles beobachtet. Genau, wie er mir gesagt hat. Und dann ist er mal Licht aufgegangen. Ja. Warum, dass er in der letzten Zeit so schlecht ist? Ja. Narrisch wie er ist, ja. Ist er nein, hat er das ganze Geschirr noch geschmissen. Ich weiß, der Huber Geschirr braucht, ist ja unwahrscheinlich. Ja, und weil er nicht rausgerannt hat, bevor das her ist. Selbstverständlich, weil er ihr gedroht hat, wenn sie ihm nicht die Wahrheit sagt, dass sie alle Haut ausreißt. Na, na, Spaß ist ihm für sehr. Ja. Und von wem glaubst du, dass sie das Trankerl gekauft hat? Na, von wem denn? Vom Ederbauli, dem Schlawiner, den Drecker. Vom Ederbauli. Jawohl. Dieser Hasierer, dieser Giftmischer. Jawohl. Na, und kannst du nicht denken, warum dir dauernd so schlecht geworden ist, ha? Mir? Ja? Geh. Du wirst doch nicht glauben, dass meine Alte sowas bei mir
Genau wie die meine auch. Ja, freilich. Na, Harry. Ja, die wollen uns mit Gewalt ausrotten, wollen uns die. Sag's mir aus. Über Narisch. Was? Geh heim und zerreißen wir heute zu 1000 Fetzen. Was? Na, da. Was? Was tust du mit so viel Fetzen? Rache ist süß, das war's schon, okay? Und da werden wir schon was hin. Weißt du, was der Bauer jetzt gehabt hat? Weil er so narrisch war. Das ist mir wurscht. Herrschaft, du mit deiner blöden Wurscht. Oh, Gott sei Dank, er ist nicht da. Wobei, mir geht's dir nicht gut, du schaust richtig schlecht aus. Und der Bauer. Der ist mit meinem Kammer nicht gegangen. Ist mir schlecht. Moment, da wird's ungemütlich. Ich geh. Oha! Hey, du Lackel, du Satanbischer! Wolltest du nicht aufpassen? Oder dich zumindest entschuldigen? Ich hab ja Oha gesagt. Resi, ja. Resi, Geiss. Aus ist zum Geiss. Es ist ein... Wir haben ausgespielt. Wir haben völlig ausgespielt. Also verzeih, was ist denn los? Was ist passiert? Verzeih. Nix für dich. Schau, dass du den Kegel auskommst. Nimm das Geschirr mit. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Ja, ja. Nandl auf Galopp. Warschu. Alter, ich will mit Zinkel. Ja, wir müssen gehen. Ich kann mir schon denken, warum du so aufgeregt bist. Nein, das kannst du nicht länger. Stell dir vor, der Burma hat sein Alter erwischt. Bis ihm das Mittel entzogen, nein, du hat. Dann ist bei dir auch schief gegangen. Wieso auch schief gegangen? Da ist bei dir auch was passiert. Oh. Bei mir war die Geschichte ganz saudum. Was? Ich bin vor dem Essen noch schnell in die Küche ausgegangen. Ja? Und dabei hat mein Alter unsere Teller vertauscht. Also mehrere brauchen da wahrscheinlich nicht mehr sagen. Um Gottes Willen. Ja, dann hast ja du jetzt die Flotte, Mari. Also, du musst mir unbedingt helfen, mein Alter, wenn mich fit, der bringt mich um. Mach da nichts draus. Was? Bei uns ist auch alles schief gegangen. Da wissen sie auch schon. Ja. Aber, da können wir gleich eine dreifache Beerdigung anmelden. Vielleicht kriegen wir dann 50% Preis nachlassen. Nein, gar so arg wird es nicht sein. Wichtig ist, dass unsere Männer nicht erfahren, wo wem wir das Mittel haben. Nicht, dass der Ederpauli auch noch anstehen kriegt. Ne? Jawohl, das ist das Allerwichtigste. Genau, ja. Das habe ich ja auch schon eingestanden. Oh, was hast du? Du wirst so ein Regimentsrimpfig sein. Ochsenlosen, Hornochsen, verstehst du? Wir lassen uns von unseren Weibern ein Mittel in Zucken nähtern, wir waren ein bisschen draufgegangen. Wir können das wissen, dass wir so raffinierte Luden haben. Ja. Aber ich sag dir, ich gehe jetzt an Honda, darf mir alle den ganzen Rest von der Medizin auf einen Schluck auszaufen. Ja. Ja, und wenn es reicht, das ist mir wurscht. Und der eine Bauer, wenn er mal kommt zu mir, den schmeiß ich auf den hohen Bogen. Der hat überhaupt keinen Charakter, hat der. Dem werde ich ja wohl Degenschäft versalzen, aber grüßlich, da kommt Gift nicht mehr. Ja, das schaut's mal daher, wie er da kommt. Der eine Bauer. Wenn man ist und nicht kommt, der Grimm. Ja, nicht gleich sehen lassen. Der Wisch muss man mit der Flasche sein. So, jetzt geh weiter, jeder. Möchtest du wieder was verkaufen? Nein, das nicht. Der Bayerin versprochen, wenn ich in der Gegend bin, schau ich vorbei. Hm. Ist sie nicht da? Ja, da ist sie aber. Hm? Sau schlecht ist sie. Ist krank? Ja, und wir. Vor 3 Wochen war der Bauer schon krank und jetzt hat sie erwischt. Lass den Mandl und ich, wir sind gesund. Da wird ja nicht schief gegangen sein. Was sagst du, jeder? Nix. Du hast nichts gesagt, nein. Und du bist wirklich gesund? Ja, und wir. So gesund war ich schon lange nicht mehr. Wenn das so ist, du, da wüsste ich für dich ein Weiberlein zu machen. Sauber gewachsen wie eine Tanne. Die war was für dich. Ich mag keine Tanne. Wieso? Oben ist so schlank und unten geht es aber weiter auseinander. Ja, der Ederpauli ist da.
Der Menandl wird immer netter, molliger und fetter. Und jünger. Und dümmer. Nett, nett. Sie ist eine Augenweide. Der hat ein Auge auf die. Der auch noch. Hm? Warum wer noch? Der Meierlinz. Der Meierlinz, der voll zu jung für die. Der hat 13 Jahre. Ja, spinnst denn du doch nicht, sei gut, der Alte! So, was, der Alte? Ach, geh weiter, du. Möchte auch noch in einem fremden Revier rumbalzen? Das ist doch kein Mann für dich. Da bin ich schon ein anderer. Junggeselle. Nicht so arg strapaziert und finanziell gut fundiert. Das ist wichtig. Was machst du, Nandl? Überleg nicht lang. Na, also da, komm mal her zu mir. Was meinst du, ihn nehmen? Reile, nimm ihn, einen besseren findest du nicht. Gut. Also da, komm her. Jetzt hat die verliebte Hähne endlich einen blinden Gockel gefunden. Der Vogelmeister! Ja, der Herr Mayer ist auch dabei! Ja, und auch der Huber! Ich hab gehört, du warst krank? Ja, woher weißt du denn das? Der Dings da, Sepp Papperskopf. Das wird nicht der Sepp. Warst du lang krank? Jetzt sind wir wieder sagen, wie lang dass ich krank war. Hm? Von dem Tag an, wo du das letzte Mal bei uns da warst, da war ich krank. Vergiften hast du uns wohl durch unsere Weiber, gell? Was soll ich? Sollte man so lang schlumpf, bis nicht mehr aufs Straße gekommen. Jawohl! Du Oderlob, du Windiger! Liter weich müssen die Zeit saufen müssen. Also, das ist wirklich Schluss, gell? Lass du mal mein Bräutigam in Ruhe. Bräutigam? Hast du keinen Schienenbräutigam gefunden, ist für den Nandl. Du bist ganz stark, gell? Weil sonst sag ich nämlich deiner Alten, dass du bei mir anbandeln hättest wollen. Was hör ich du? Also, du da anbandeln? Na, du bist mein schöner Freund. Weißt du was? Mit dir habe ich die letzte Maske gesoffen. Und ich mit dir auch. Gut, dann gehe ich jetzt heim und verzeih meiner Alten. Ne, war, dann bin ich wieder aus dem Schneider. Und hier geht's mir auch gerne. Gut, gut, dann bist du wieder. Für die Batzen da wenn der kein schlechtes Gewissen hätte, dann hätte er seine Alten nicht verzeihen. Nicht rum bei mir, Schwarz, haben noch ein Herbesser. Was bin immer mit mir? Ich bin doch unschuldig. Du, ja. Wollt die Bayerin reden, dann werden sie sich rausstellen. Wollt die Bayerin reden, aber schnell. Aber Bauer, bitteschön, bitteschön, mach mir nicht kaputt. Wollt die Bayerin reden, hab ich gesagt, ja. Ich kann nicht begreifen, dass er so ein alter Typ wie der Meier auf so einem Deutschen steht, ja. An deiner Stelle darf ich ganz stark sein. Wieso denn? Denk, da kann die Kennerin vom Roten Ochsen in Birkendorf, die du so gerne gesehen hast. Woher weißt du denn der schon wieder, du alter Schnüffler? Hm? Das weißt du ganz Birkendorf, dass du mit der ein Techtelmechtel gehabt hast? Geh doch ruhig, wenn ich meine alte erfahrt, hab mein letztes Stündchen geschlagen. Die sollen doch wissen, was du für ein Gauner bist. Wenn du ein Wort verlauten lässt, gehst du zu Fuß zu deiner eigenen Beerdigung, merkt ihr das, gell? Wenn deine alte jetzt reinkommt. Ja. Dann hau ich dich in die Pfanne. Du, da stehe ich mich sauber dabei, aber. Dann gibt es gebratene Vogeleier. Vogeleier! Hast du mich verstanden? Nein! Au! Nathan! Der Ehrenfall ist doch. Also, heute Tag mal her, ich habe mit dir nichts zu sagen und deswegen. Deswegen muss ich dir jetzt was erzählen, dass dich furchtbar schmerzen wird. Jetzt sag ich's ihr. Also, Bayerin, ich bring's kaum über meine Lippe, wenn ich dir jetzt was sagen muss, dass dein Alter, nichts dagegen hat, wenn ich die Nandl heirate. Ja, da hab ich natürlich auch nichts dagegen. Ich mein, wenn du die Nandl nicht dumm ist. Die Dummheit ist die sicherste Garantie für eine glückliche Ehe. Der Dumme erwischen können, ne? Kannst du ja nur die Dimmen nicht suchen. Das ist nicht mehr gut möglich. Komm, heute ist auch nicht mehr. Ich weiß, dass du nicht allein schuld dran bist, denn er der Bazi. Aber gut, vergessen wir's. Aber ich verspreche dir, dass ich nur noch Samstag und Sonntag ins Wirtshaus gehe.
Wirklich? Freilich? Nein, Anderl. Dann bin ich wieder glücklich. Ja? Ja. Und er verheiratet den Pappen. Nicht mein Bräutigam noch haben. Freilich. Wollen Sie nicht mehr leben? Ich hab schon Angst gehabt, dass ihr Witwe wäre, bevor ich überhaupt heiratet. Das spielt doch nicht. Schön, wo die Kinder kennenlernen. Na, Porsche her, da gibt's einen ganzen Arm voller Brusthöhe. Was? Also, Bauer, der Meier hat zum Hubert gesagt, dass ich dir sagen soll, dass halt nicht in die Wirtschaft ginge, sondern nur noch am Samstag und am Sonntag. Was habe ich dir gesagt? Ja. Ich danke dir halt schön für alles, gell? Ist gern geschehen. Nun, Pauli. Oh. Und ein Glas Schnaps kriegst du noch von mir, gell? Ich danke dir, mein Freund. Das weiß ich doch. Das mag ich gerne. Das glaube ich dir, ja. Was war denn da drin? Der Rest von der Bierkur. Meine Hosen selber. Die lassen sich dehnen. Von Hamburg bis Bremen. Ich brauche nicht, was du in Bremen, da kenne ich ja niemand. Da hier, schnupft der Wack. Ich schnupf nicht. Schnupfen tut er auch nicht. Jetzt hat der Nasenlöcher wie ein Kanonenrohr und schnupft nicht. Ja. Dem, ohne Knöpfe. Wie es der Prinz in Wallis in England druckt. Das soll die neueste Mode sein. An meine Hemden sind schon lange keine Knöpfe mehr drauf. Da bin ich lauter so eine Kundschaft hätte es wie ihr, weil ich nichts verhungert. Wo ist die Bayerin? Die Bayerin ist in der Küche drin. Du musst das nicht reinholen. Mausi, Schwanzi. Mausi, Schwanzi, sagt er zu mir. Ich eule. Siehst du's? Der weiß, wie man mit einem jungen Magel redet, da Biffe. Jetzt warst du aber schon lange nicht mehr da, Eder. Ja, meine Kundschaft, die wird immer größer. Mehr? Ja. Da kann ich nicht so oft kommen. Du musst halt Auto zulegen, nicht immer mit dem Fahrrad die Gegend unsicher machen. Du bist so gut, ich bin froh, wenn man mir die Luft für meine Radlschleife noch finanzieren kann. Nicht nur damit so ein Auto. Da schau her, ein ganzer Segen. Ja, grüß dich. Ja, grüß dich noch. Na, jeder Pauli, lebst du auch noch? Bis jetzt habe ich noch keine Rechnung gekriegt für eine Beerdigung. Aber trotzdem, grüß dich. Ja, grüß dich Gott. Warst du lange nicht mehr da? Ja. Einiges fehlen, hä? Sag einmal, Eder, hast du nicht eine Zigaretten für mich? Tut mir leid, hab keine da. Dann muss ich meine eigenen rauchen. Du bist schon ein Schöner, da ich ordentlich gesagt, keine Farbe, Zigaretten schnurren, verstehst du? Ja, geht's denn ja. Was darf ich dir denn zeigen? Was brauchst du denn? Eder, ich brauch halt gar nichts. Ja. Ja, doch sollst du auch gleich bauen wollen, die junge Grünherrschaft. Na, was? Ja, ist doch schon ein seidenes T-Shirt. Schön, sehr schön. Ja, muss man schon sagen. Aber ich brauch's nicht.
Oder da einen Korsett. Oho. Mit diesem Korsett geht auch dein Bäuchlein weg. Was nicht, ha? Nieder. Was haben wir denn noch? Was Neues? Schürzenstoff, wunderbare Muster für Dirndlgewand. Ja, schön. Mein Gott, bei, oder? Hm. Schau dir diesen Stoffball an. Wie er sich an deinen Körper hinschmiegt. So. Mein Gott. Fesch, jetzt du ausschauen, fesch. Zumindest bis zum Hals. So. Fesch. Für wen denn schon? Na, für deinen Mann. Der möchte doch auch einmal ein danziges Mädel haben. Okay, was? Zähne? Was, noch nicht einmal Zähne? Na? Und dann geht er meinen Magen um eine Stunde vor. Lieber Herrgott, lass mir grad Eifi sein. Nix da, wir essen erst um 12 Uhr. 12 Uhr? Das ist ja munter auch. Okay. Heute weißt du den Nandl nicht. Lass dir eine kleine Brotzeit geben. Brotzeit ist gut. Nandl ist schlecht. Hast du Angst vor den Nandl? Angst nicht, aber die geht ja los auf mich, als wir Blücher. Wer ist denn der Blücher? Jetzt brauchst du bloß sagen, dass du einen Blücher nicht kennst. Nein. Jetzt kennt ihr einen Blücher nicht. Kennst du? Frade. Ja, wer ist noch? Das weißt du hin nicht. Ich komm mal jetzt an. Sepp, dass du schon da bist. Ja, jetzt weißt du, wer der Blücher ist. Das freut mich aber. Ja, freut mich, geht's dir gut? Freut. Nein, was willst du denn? Das freut mich aber. Was willst, hab ich gesagt. Du bist auch da? Ja. Ach so? Ja, was wollten Sie? Jetzt habe ich es vergessen. Du gehst raus, vielleicht fällst du wieder. Ja, komm mal gehen. Dann nicht wieder draußen. Halt, halt! Ich weiß! Was denn? Ja, was ich sagen wollte. Ja, was soll ich sagen? Ich wollte sagen, dass der Apfelstrudel fertig ist. Das ist was? Recht. Ja. Ein Apfelstrudel gibt es halt. Ja. Nein. Hast du auch eine große Portion gemacht? Natürlich. Drei Brotreiner voll Apfelstrudel habe ich gemacht. Drei Brotreiner? Jawohl. Ja, was isst dann ihr? Moment mal. Was denn? Ja, du musst mir doch nicht sagen, dass du das ganz allein isst. Warum denn nicht? Der Bauer hat keinen Appetit. Die Bäuerin mag nichts und du brauchst nichts. Also einmal möchte ich so arbeiten können, wie du fressen kannst. Und wenn ich so fressen darf, wirst du arbeiten, weil ich schon längst verhungert. Sehr gut. Jetzt hast du schon wieder so verliebt angeschaut. Ich hab dir doch gesagt, du sollst ein bisschen spröd sein, soll ich dir rar machen. Heuerin, wenn der Sex so vor mir steht, dann muss ich ihm einfach um den Hals fallen. Geht zu der verliebten Nudel. Ja, aber sie ist doch einfach. Was die euch wissen wollt, nicht das Erlaubende. Da fragst du auch, wie viel mit das ich gehe. Ne? Blödsinn, ihr seid selber rübergekommen zum Maker. Na, wissen Sie was, wenn ich hier muss gehen. Anderl. Ja, Lenz? Grüß dich. Ja, grüß dich. Darf ich mich nicht erhucken? Ja, ich hab dich her. Ich bin so schlecht beieinander. Ja. Du, wenn das ja so weitergeht, der Herr ist dir auf. Ja, gib mir Ruhe. Da sag, ich bin reif für den Friedhof. Ja, so wie es du ausschaust, brauchst du gar nicht am Friedhof hinausgehen, weil sie bei dir das Heimgehen nicht mehr rentiert. Ja. Aber ich schau für weiter, wenn es auch heißt, der Vernünftige gibt ihm nach. Habe. Was? Da sehe ich wieder schwarz für dich. Warum siehst du schwarz? Ja, ist jetzt doch zuerst ins Wirtshaus gehst, dass du dann auch den Bürgermeister vergisst. Der Retter kann sich am Preis. Wenn der Bürgermeister zu dir gesagt hat, dass du gesagt hast, dass es hier kommen soll, dann geh ich auch zum Bürgermeister. Ja? Also, sollte meine Alte dich fragen, wo ich bin, dann sagst du... Du bist im Wirtshaus. Bei Bürgermeister, du Quatschdepp, du, ja, gibst den sowas. Bei denen einen Durst mir hätte ich auch schenken können, als hätte ich in ein paar Jahren ein Hotel bei einem. Naja. Sepp? Was denn? Kannst du mir sagen, wo der Bauer hingegangen ist? Gesagt hat er, geht zum Bürgermeister, aber wahrscheinlich geht er in die Wirtschaft. Das ist aber jetzt saudumm. Warum hätte er auf dich warten sollen? Nein, das nicht, aber ich bin doch erst ein paar Tage da auf dem Hof und ich kenne mich noch nicht so recht bei der Arbeit aus. Aber pass auf, dass du nicht drüber fallst, gell? Na, das ist mir noch nie passiert. Ja, das gerne. Du, wie lange bist denn jetzt eigentlich du schon da am Hof? Ja, das kannst du selber ausrechnen. Nein, mit dem Rechnen, da hab ich's nicht so. Also, dann packen wir's andersrum. Jetzt pass auf. Ich hab vom Bauern seinen Großvater schon Watschen gekriegt.
Dann wirst du schon braucht haben. Okay. Warum hast du die Watschen gekriegt? Das weiß ich nicht. Ich hab mir öfters neu gehabt und hat selber nicht gewusst, warum. Dann muss ich dir aber ein paar Mal auf den Kopf drauf haben. Okay. Du, aber wenn du bei dem Großvater schon ja. da bist, dann bist ja du alt. Genauso alt bin ich ja. Wirklich? Ja. Dann bist du ungefähr so alt, als wie ich bin. Bist du auch schon so alte Kuh? Du, okay. Reiß dich ein bisschen zusammen. Von wegen alte Kuh. Ich bin in den schönsten Mädchenblüten, ja. Das heißt doch, eigentlich, ja. eigentlich wäre ich ja schon ein Jahr älter. So. Ja. Aber ich bin einmal in der Schule sitzen geblieben, darum bin ich ein Jahr jünger. Ja, dann bin ja ich 3 Jahre jünger. Ja, aber trotzdem bin ich jetzt so richtig in dem Alter, wo ich die Männer ranziehe. Wirklich? Ja, ich bin so richtig reif für die Liebe. Was, bist du reif? Ja. Du bist schon überreif. Du müsstest eigentlich im Garten draußen liegen beim Fallobst. Geschonte Jugend gehabt. Ja, das glaube ich. Wenn ich das so genau anschaue, kann ich schon verstehen, warum dich die Männer in deiner Jugend so... Ja. Ach so? Ja, was wollten Sie? Jetzt habe ich es vergessen. Du gehst raus, vielleicht fällst du wieder. Ja, komm mal gehen. Nein, ich nicht wieder draußen. Halt, halt. Ich weiß. Was denn? Ja, was ich sagen wollte. Ja, was soll ich sagen? Ich wollte sagen, dass der Apfelstrudel fertig ist. Das ist recht. Was? Ja. Ein Apfelstrudel gibt's halt. Ja. Nein. Hast du auch eine große Portion gemacht? Natürlich. 3 Bratrainer voll Apfelstrudel habe ich gemacht. 3 Bratrainer? Jawohl. Ja, was isst dann ihr? Moment mal. Was denn? Ja, du musst mir doch nicht sagen, dass du das ganz allein isst. Warum denn nicht? Der Bauer hat keinen Appetit. Die Bäuerin mag nichts und du brauchst nichts. So arbeiten können, wie du fressen kannst. Und wenn ich so fressen darf, wirst du arbeitsfrei schon längst verhungert. Jetzt hast du schon wieder so verliebt angeschaut. Ich hab dir doch gesagt, du sollst ein bisschen spröd sein und soll ich dir rar machen. Naja, denn wenn der Sex so vor mir steht, dann muss ich ihm einfach um den Hals fallen. Geht zu, du verliebte Nudel. Ja, aber es ist doch einfach. Was die euch wissen wollt, nicht das Erlaubende. Da fragst du auch, wie viel mit das ich gehe, ne? Blödsinn. Ihr seid selber rübergekommen zum Maiker. Na, wissen Sie was, wenn ich hier muss gehen. Adel. Ja, Flensch. Grüß dich. Ja, grüß dich. Darf ich mich nicht erhucken? Ja, ich hab dich her. Ich bin so schlecht beieinander. Ja. Du, wenn das so weitergeht, der Herr ist dir auf. Ja, gib mir Ruhe. Da sag, ich bin reif für den Friedhof. Ja, so wie du ausschaust, brauchst du gar nicht am Friedhof hinausgehen, weil sie bei dir das Heimgehen nicht mehr rentiert. Ja. Aber ich schaue weiter, wenn es auch heißt, der Vernünftige gibt nach. Was möchtest du? Ja. Fragen wollte ich dich, was für den Geld verlangst. Ich habe doch meinen Preis schon gesagt. Ja, aber 3000 Mark ist zu viel Geld. Ja. 2500 ist auch ein schönes Prüfer. Aber nicht so schön wie 3000. Aber gut, du bist ein Freund von mir, sagen wir 2750. Gut, 2700 schlage ich. Den 50 musst du schon noch drauf tun. Ist das wegen den 50 Mark? Ja. Weißt du was? Den 50er versauft man, wenn es uns wieder besser geht. Gut, einverstanden. Ja. Und wer ich von der Versicherung mein Geld kriegt, ja. erst auszahlen. Oh, das darf ich lang warten. Das wird von mir einfach nicht genauer. Jetzt war bei mir im Stall wieder alles in Ordnung. Ja. Wenn es mit mir auch wieder besser geht, dann... Ja, das muss ich auch mal wieder tun. Ich geh morgen in die Apotheke, ich kauf noch was. Du, wenn das Mittel hilft, dann kauf ich dir die Hälfte ab, gell? Ja. Du, Bauer! Ja. Bauer, du sollst nicht mehr wegrennen, hat die Bauerin gesagt, weil das Essen gleich fertig ist. Ja, ja, was gibt's denn heute Mittag? Ja, fein. Ja. Bei mir fällt überhaupt nichts. Ja. Ja. Was fällt mir denn? Ja, Sie wollten mich bloß fragen, ob ich nichts für Ihren Mann habe, weil er in der letzten Zeit gar so schlecht beieinander ist. Ja, ja, weißt schon. Ich bin tot unglücklich. Unglücklich. Hast du gemeint, dass der Alte in seinem Zustand glücklicher ist, ha?
Ach, Pfund hat er abgenommen. Der fällt ein bald zusammen. Preisi, sag einmal, weißt du nichts? Kannst du mir nicht einmal einen Rat geben? Ich weiß jetzt schon einen Rat, ja. Aber den befolgt dein Alter gerade so wenig wie der meinige. Oh. Und was wäre das für ein Rat? Frag wieder so, du falsche Hähne, du falsche. Du weißt genau, was mir heute sagen wollen, ne? Bleibe Bagage übereinander. Jetzt ist Moni gehen. Jetzt, mein Gott, es ist ja nur ein Glück, dass unsere Mannsbilder nicht wissen, dass wir schon wieder an einem üben. Oh Gott, das wieder. Mein Gott, sonst hätte man nichts lachen. Aber jetzt lachen wir. Servus. Mein Gott, die Albe mit ihrer Angst, glaubt das. Oh Gottes Willen, der Brief. Oh. Ah, ist schon gut. Ich will die Spinatwachtel, hä? Die sitzt ja, sonst war sie ja noch da. Du, der Brief muss unbedingt erledigt werden. Der liegt jetzt mindestens schon 10 Tage rum. Weißt du, wie lange ich den Brief schon suche? Ja. Der ist vom Finanzamt, von den Blutshauger. Mhm. Die wollen doch sofort eine Antwort haben. Da muss man doch so die Fragen ausfüllen, sonst kriegt man eine Mahngebühr nach der anderen. Ich kann ja am Finanzamt schreiben, dass die nächste Steuermahnung zum Wirten unterschicken sollen. Sag mir der Buckel nach, wo die Krampf hin, aber ich wollte das sofort ausfüllen. Die Wahrheit hören Sie gar nicht gern, die Herren der Schöpfung. Ja. Kriegen wir wieder ein Hitz. Ja, Sepp, was willst denn du da? Na ja, zum Essen komme ich halt. Na, du bist ja gut. Sind noch nicht einmal Zähne? Was, noch nicht einmal Zähne? Na? Dann geht mein Magen um eine Stunde vor. Lieber Herrgott, lass mir gerade Eifel sein. Nix da, wir essen erst um 2 Uhr. 2 Uhr? Das ist ja munter auch. Okay. Wir heute weiter den Nandl nicht. Lass dir eine kleine Brotzeit geben. Brotzeit ist gut. Nandl ist schlecht. Hast du Angst vor den Nandl? Angst nicht, aber die geht ja los auf mich, als wir Blücher. Wer ist denn der Blücher? Jetzt brauchst du bloß sagen, dass du einen Blücher nicht kennst. Nein. Jetzt kennt ihr einen Blücher nicht. Kennst du? Frage. Ja, wer ist noch? Das weißt du hin nicht. Jetzt kannst du dann wieder sausen und rennen, du. Profisaufbruder, du. So, die Bratensauce ist auch fertig, Bayern. Ja, recht? Das ist recht. Da sagst du gleich die Mannsbilder zum Essen. Ja, sag ich. Du, Bayern, darf ich dich noch schnell was fragen? Ja, aber schick dich, sonst wird Zucken geholt. Darf ich heute noch zu meiner Mutter gehen, weißt du schon? Weil sie hat nämlich Geburtstag. Ja, freilich. Ja. Bringst dir 10 Eier und 1 Pfund Schmalz mit. Und sagst, das ist von mir zum Geburtstag, gell? Dankeschön. Ja. Da werden sie sich aber gefreut. Ja. 20 Eier und 2 Pfund Schmalz. Das wird mir so ein Burschen sein. So, komm jetzt. Hab ich einen Hunger. Ja. Ist der Bauer? Ja, der kommt auch gleich gerannt. Wie so gerannt? Ja, wie ich ihn zuletzt gesehen habe, bis er gerade aus Heisel kriegt. Oh, Mahlzeit. Mahlzeit. Wo ist denn der Bauer? Der kommt gleich gerinnt. Schwabela. Mahlzeit. Bauer, was schnaufst denn so? Ja, dass du auch schnaufen müsstest und laufen müsstest, Marie. Oh. Mit dem Mulch bin ich schon sicher. Magst du mal trinken? Magst du mal einen Schein? Also Mahlzeit. Mahlzeit. Tu doch nicht so viel Pfeffer. Ich mag's ja mal scharf. Ja, da könnten wir gleich noch mehr Durst. Ja. Ist doch langsamer. Wer schnell isst, der arbeitet auch schnell. Und wer schnell säuft, der läuft auch schnell. Ja, Sepp, unser Zugross werde ich verkaufen müssen. Ja, warum? Das zieht nicht mehr, das haut nicht mehr hin. Außerdem ist mir ein Rappe angeboten worden. Ne? Ja, was für eine Farbe? Mei,
Ei, bist du blöd. Das weiß doch auch jeder, dass ein Rappi weiß ist. Du bist ja noch blöder. Aber der Rappi, der da zu uns passen, den hätte man sich ins Spannen angekommen. Aber ich da ja 3000 Mark verlangt. 3000 Mark? Ja. 3000 Mark? Also unser schwarze Gors, die hat auch 70 Mark gekostet. Da kriegt man für dich auch ungefähr so viel. Bist du? Bin doch kein schwarzer Gors. Nein, schwarz bist du nicht. Wer hat dir denn den Rappen angeboten? Ach so, den. Der Harthofen. Verstanden. Was hat's? Du wirst ja so ein Regimentsrimpfig sein. Oh Gott, will ich jemand da? Ich geh mit Schneider. Wir ahnungslosen Hornochsen, ja. Verstehst du? Wir lassen uns von unseren Weibern Mittel in Zucken leiden, wir waren ein bisschen draufgegangen. Wir können das wissen, dass wir so raffinierte Luden haben. Ja. Aber ich sage dir, ich gehe jetzt an Horn, dann dürfen wir alle den ganzen Rest von der Medizin auf einen Schluck aussaufen. Ja. Und wenn es frei ist, das ist mir wurscht. Und der eine Bauer, wenn um einen kommt zu mir, den schmeiß ich hinaus im hohen Bogen. Der hat überhaupt keinen Charakter, hat der. Dem werde ich ja auch mal Degergeschäfte versalzen, aber grüßlich, da kommt Gift mehr nehmen. Schaut mal daher, wie er da kommt. Der Innerbauer. Wenn man eben nicht kommt, der Grimm. Ja, nicht gleich sehen lassen. Der wischen muss man mir eine Flasche. So, jetzt geht weiter, jeder. Möchtest du wieder was verkaufen? Nein, das nicht. Ich hab der Bayerin versprochen, wenn ich in der Gegend bin, schau ich vorbei. Hm. Ist sie nicht da? Ja, da ist sie aber. Hm? Sau schlecht ist sie. Ist krank? Ja, und wir. Vor 3 Wochen war der Bauer schon krank und jetzt hat sie erwischt. Lass den Mandl und ich, wir sind gesund. Da wird dir nicht schief gegangen sein. Was sagst du, jeder? Nix. Hast nichts gesagt, nein. Und du bist wirklich gesund? Ja, und wir. So gesund war ich schon lange nicht mehr. Wenn das so ist, du, da wüsste ich für dich ein Weiberleib zumachen. Sauber gewachsen wie eine Tanne. Die war was für dich. Ich mag keine Tanne. Wieso? Oben ist so schlank und unten geht's aber weiter auseinander. Ja, der Ida Paul ist da. Ja, mein Nandl wird immer netter, molliger und fetter. Und jünger. Und dümmer. Red nicht. Sie ist eine Augenweide. Der hat ein Auge auf dich. Der auch noch. Hm? Warum wer noch? Der Meierlinz. Der Meierlinz, der fühlt sich jung für dich. Der ist doch erst 13 Jahre. Da spinnst denn du doch nicht, sei gut, der Alt. So, was, der Alte? Okay, weiter, du. Möchte auch noch in einem fremden Revier rumbalzen. Das ist doch kein Mann für dich. Da bin ich schon ein anderer. Junggeselle. Nicht so arg strapaziert und finanziell gut fundiert. Das ist wichtig. Was machst du denn da? Überleg nicht lang. Na, also da, komm mal her zu mir. Was meinst du, ihn nehmen? Freilich, nehme ihn, einen besseren findest du nicht. Gut. Also da, komm her. Na, jetzt hat die verliebte Hähne endlich einen blinden Gockel gefunden. Hat dir das Ross noch? Der Schlemmermeier wollte mir mal heiraten. Ja. Ja. Stell dir vor, was? Da war ich jetzt ich. Ja. Und das Ross, ne? Ach, nicht nur Ross, was ist, gehst mit, schaust du mein Gallo? Nein, geh mit. Vor der Umstellung. Ich muss gleich bloß noch mein Zimmer. Ich muss meine Reserve unterholen. Jetzt ist frei. Was ist denn? Sepp, du kannst gleich mich begleiten zu meiner Mutter nach neuen Markt rüber. Nein, ich hab keine Zeit, ich muss in die Wirtschaft. Ich werde erwartet. Bei so einem schönen Wetter, da sitze ich doch ein richtiges Mannsbild nicht ins Wirtshaus. Da geht er doch mit seinem Dirndl spazieren. Aber noch schöner ist ein Maß Bier. Kannst
du an nichts anderes denken, als wie an ein Maß Bier. Doch, an zwei Maß Bier. Sieh, schau, Kai war genau die richtige für dich. Aber manchmal soll sich nie an eine halten, sonst werden ihm die anderen alle bäs. So. Und jetzt geh zum Schafkopfer. Für die Mausi Schwanzi. Geh mal zu, zum Schafkopfer. Du Schafkopf! Oh, ich kann mich so ärgern, wo sind sie doch gleich? Na, das Berühren der Figuren mit dem Pfoten ist verboten, gell? Ich wollte dich ja bloß streifen, nicht? Was? Ja, manchmal kommt vor, dass einem sein Herz auf ihren Maten schlägt und sie weiß gar nichts davon. Meinst du vielleicht mich? Ja, in dem Fall, der Bauer. Also, der Bauer. Was ist jetzt ein Unterhosen? Ja, die sind alle in der Wäsche von meiner alten Hand. Glück habe an meinem Dienstplatz mit dem Mannsbruder. Kann es gar nicht verstehen. Und mir war doch eigentlich alles dran, was so ein Kerl brauchen kann. Erstens hätte ich eine rassige Figur, gell? Zweitens, da ich sogar im Moment gut rühren. Und drittens habe ich einen königlichen Gang. Aber es weiß keiner. Ja, sag mal, wie ist jetzt du übergeschnappt, ha? Die Steigst. Also, das ist wirklich ja. Schluss, gell? Lass du mal meinen Bräutigam in Ruhe. Bräutigam? Hast du keinen Schienenbräutigam gefunden, als wir den nannten? Du bist ganz stark, gell? Weil sonst sage ich nämlich deiner Alten, dass du bei mir anbandeln hättest wollen. Was hörst du? Also, du da anbandeln? Ja, du bist mein schöner Freund. Weißt du was? Mit dir habe ich die letzte Maske gesoffen. Und ich mit dir auch. Gut, dann gehe ich jetzt heim und verzeih meiner Alten. Ne, dann bin ich wieder aus dem Schneider und hier geht's mir auch gerne. Gut, gut, dann besser wohl. Applaus, wird die Batze in der Aue haben. Wenn der kein schlechtes Gewissen hätte, dann hat er seine Alten nicht verzeihen. Nicht rum bei mir, Schwarz, haben noch ein besser. Was die nehmen mit mir? Ich bin doch unschuldig. Du, ja. Wollen die Bayern rein, dann werden sie sich rausstellen. Wollen die Bayern rein, aber schnell. Aber Bauer, bitteschön, bitteschön, mach mir nicht kaputt hier. Wollen die Bayern rein, hab ich gesagt, ja. Ich kann nicht begreifen, dass er so ein alter Tätig, der Meier, auf so einem Deutschen steht, ja. An deiner Stelle darf ich ganz stark sein. Wieso denn? Denk doch an die Kennerin vom Roten Ochsen in Birkendorf, die du so gerne gesehen hast. Woher weißt du denn der schon wieder, du in der Schnüffler? Das weißt doch ganz Birkendorf, dass du mit dir ein Techtelmechtel gehabt hast. Sei doch ruhig, wenn ich meine alte erfahrt, hab mein letztes Stündle geschlagen. Wie soll ich wissen, was du für ein Gauner bist? Wenn du ein Wort verlauten lässt, gehst du zu Fuß zu deiner eigenen Beerdigung, merke dich, gell? Wenn deine alte jetzt reinkommt. Ja. Dann hau ich dich in die Pfanne. Du, das steh ich nicht, ich sag mir mal, aber. Dann gibt es gebratene Vogeleier. Vogeleier! Hast du mich verstanden? Nein! Au! Der Ehrenfall ist da. Also, heute darf ich mal her, ich habe mit dir nichts zu sagen und deswegen... Deswegen muss ich dir jetzt was erzählen, dass dich furchtbar schmerzen wird. Jetzt sag ich's ihr. Also, Bayerin, ich bring's kaum über meine Lippe, wenn ich dir jetzt was sagen muss, dass dein Alter, nichts dagegen hat, wenn ich die Nandl heirat. Ja, da hab ich natürlich auch nichts dagegen. Ich mein, wenn du die Nandl nicht dumm ist. Die Dummheit ist die sicherste Garantie für eine glückliche Ehe. Der Dumme der Wissen können, ne? Kannst du ja nur eine Dimmene suchen. Das ist nicht mehr gut möglich, komm, Eugen, sei nicht mehr. Ich weiß, dass du nicht allein schuld dran bist, denn er der Bart ist, aber gut, vergessen wir's, aber ich verspreche dir, dass ich nur noch sanft ist. Naja, weil ich ein guter Kerl bin und mich an junge Mädels nicht bereichern möchte. Dann? Zwei Mark. Sepp, brenn! Ich muss erst auf Bank. Was für Bank? Anlagebank. Wieso?
hab mein Geld angelegt. Oh, geh mal weiter jetzt. Erhöhe den Scheck auf 4 Mark. Ja. 2 Mark ist nicht zu viel für einmal Lüften auf der Dose. Ja, Lüften auch schon. Also brauchst du keine Angst zu haben, Sepp. Ich geb dir das Geld schon wieder zurück, ja, gell? Schon. Du sollst das nicht fressen, sondern einschmieren. Hab mir meine Zunge eingeschmieren. Und was ist mit dir, schöner Herr? Ja, die meine ich. Wie war's mit schöner Herr? Oh, lernen kann der. Hier da her und Socken, ne? Ja, brauch keine Socken. Ne? Hosenträger. Ich trag meine Hosen selber. Die lassen sich dehnen. Von Hamburg bis Bremen. Die brauche nicht. Was du in Bremen, da kenne ich ja niemand. Da hier, schnupft der Wack. Ich schnupf nicht. Schnupfen tut er auch nicht. Jetzt hat der Nasenlöcher wie ein Kanonenrohr und schnupft nicht. Ja. Hemden ohne Knöpfe, wie es der Prinz in Wallis in England druckt. Das soll die neueste Mode sein. Mhm. An meinen Hemden sind schon lange keine Knöpfe mehr dran. Ja, wenn ich lauter so eine Kundschaft hätte, wie ihr, weil ich nicht verhungert. Wo ist die Bayerin? Wo ist die Bayerin? Die Bayerin. Die Bayern, die sind in der Küche drin. Du musst das nicht reinholen. Mausi, Schwanzi. Mausi, Schwanzi, sagt er zu mir. Ich eule. Siehst du das? Der weiß, wie man mit einem jungen Magel redet, da Biffe. Du warst aber schon lange nicht mehr da, Eder. Ja, meine Kundschaft, die wird immer größer. Mehr? Ja. Da kann ich nicht so oft kommen. Du musst halt Auto zulegen, nicht immer mit dem Fahrrad die Gegend unsicher machen. Du bist so gut, ich bin froh, wenn man mir die Luft für meine Radlschleife noch finanzieren kann. Willst du da mal zum Auto? Da schau her, ein ganzer Seel. Ja, grüß dich. Ja, grüß dich noch. Na, Eder, Pauli, lebst du auch noch? Bis jetzt habe ich noch keine Rechnung gekriegt für eine Beerdigung, aber trotzdem, grüß dich. Ja, grüß dich Gott. War schon lange nicht mehr da? Einiges fehlen, hä? Sag einmal, Eder, hast du nicht Zigaretten für mich? Tut mir leid, hab keine da. Dann muss ich meine eigenen rauchen. Du bist schon ein Schöner, da ich habe nichts abgekauft, aber Zigaretten schnurren, verstehst du? Ja, geht's nicht. Was darf ich dir denn zeigen? Was brauchst du denn? Eder, ich brauch heute gar nichts. Ja. Greift dir nicht. Sicher mal die Suppen. Nein, kann nicht mehr. Da soll ich die Suppen essen. Nein. Ich weiß schon, dass er nicht mehr isst. Ich geh nach dem Grund, weil ich mir die Teller vertauscht habe. Oh. Ja, da ist dir schlecht und nicht mir. Oh. Ja. So eine Gemeinheit. Was? Die anderen Weiber werden doch nicht da. Ui. Jetzt sehen wir eine ganze Gasbeleitung auf. Ja, das. Handel! Was ist? Jetzt wissen wir alles. Hä? Stell dir vor, der Huber hat sich alt erwischt, wie es ihm in seine Suppen einen Löffel wie viel Medizin nicht hat. Das Fenster hat er alles beobachtet. Genau, wie er mir gesehen hat. Und dann ist er mal Licht aufgegangen. Ja. Warum, dass er in der letzten Zeit so schlecht ist. Ja. Narrisch wie er ist, ja. Ist er nein, hat er das ganze Geschirr noch geschmissen. Was der halbe Geschirr braucht, ist ja unwahrscheinlich. Ja, und weil er nicht rausgerannt will, bevor das her ist. Selbstverständlich, weil er ihr gedroht hat, wenn sie ihm nicht die Wahrheit sagt, dass sie alle Haut ausreißt. Na, der Spaß ist ihm Friseur. Ja. Und von wem glaubst du, dass sie das Trankerl gekauft hat? Na, von wem denn? Vom Eder-Pauli, dem Schlawiner, den Drecker. Vom Eder-Pauli. Jawohl. Dieser Hasierer, dieser Giftmischer. Jawohl. Na, und kannst du nicht denken, warum dir dauernd so schlecht geworden ist, ha? Mir? Ja? Geh. Du wirst doch nicht glauben, dass meine Alte sowas bei mir. Genau wie die meine auch. Ja, freilich. Na, herrlich. Ja, die wollen uns mit Gewalt ausrotten, wollen uns die. Sag's nicht mehr aus. Übernarsch. Was?
Geh heim und zerreiß mich heute zu 1000 Fetzen. Halt mal da. Was? Was tust du mit so viel Fetzen? Rache ist es, das war schon okay. Und da werden schon was hin. Weißt du, was der Bauer jetzt gehabt hat? Weil er gar so narrisch war. Das ist mir wurscht. Herr Schau, mit deiner blöden Wurscht. Oh Gott sei Dank, er ist nicht da. Wobei, wie geht's dir nicht gut? Du schaust richtig schlecht aus. Ja, der Bauer. Der ist mit mir in die Kammer gegangen. Ist mir schlecht. Ich meine, da wird's ungemütlich. Ich geh. Oha! Hey, du Lacki, du S***! Mei, hoffentlich holt es bei meinen Leuten nach. Ein bisschen schlecht wird ihm halt werden. Und sausen muss er. Na gut. Gewisse Körperfunktionen geraten völlig außer Kontrolle. Aber das ist ja nicht dein Bier. Sondern? Sein Bier. Du, weißt du, dass die Huberin und die Meierin auch so ein Mittel brauchen? Ja, nein, ich bring nur gerade ein paar Flaschen. Hab einen ganzen Träger abgefüllt. Ja, das ist ja gerade recht. Bring ich gleich eine Flasche vorbei. Ja. Und du sagst dann, wie das Mittel anzuwenden ist. Ja, die kommen ja sowieso noch mal rüber zu mir. Aha. Und dann sage ich es ihnen. Also, na, servus. Dann wünsche ich dir recht viel Glück bei der Bierkur. Werden wir ja dann sehen, wer stärker ist. Den wird seid ihr oder das Mittel und mir. Haben wir auch schon einen gefunden? Wie du siehst. Aha. Wo kommst denn du her? Vom Bürgermeisteramt. Verkaufen die jetzt auch schon ein Bier? Die haben es holen lassen. Nee, vom Wirtshaus kommt, sagst du? Du hast Wahrsagerin werden sollen, ja. Es ist eine Schande. Was? Der Bauer geht am helllichten Werktag ins Wirtshaus. Hm. Und die Dienstboten müssen die ganze Arbeit allein machen. Hm. Muss die jetzt bei uns weg gesucht werden? Nicht muss, ich mach's freiwillig. Sogar das unvernünftige Vieh hört zum Saufen auf, wenn's genug hat. Gib uns ein Ochsen mal ein Bier, was wird ihr Saufen anfangen? Mein Gott, mit was hab ich das verdient, dass ich so ein gesuchtes Mannsbild erwischt hab? Ja, mein. Mein Ander. Ja. Früher, mein. Da warst du die Freundlichkeit selber. Ja. Er ist mir am liebsten nie mehr aufgekommen. Das darf ich heilen, wenn ich wüsste, dass das drum bleiben. Ganz viel Teufel. Ja, hier, die Stimmung ist ja nicht die beste. Habe ich eine. Du merkst du schon wieder nicht? Dreimal darfst du raten. Gehst du mit der alten Hose ins Wirtshaus? Der Wirt schaut nicht auf die Hose, sondern auf den Deppern. Wagner, Freundler, jetzt habe ich dich in der Hand mit meinen Mitteln. Dir wird die Wirtshauslacherei noch abgewöhnen. Bräse, bring dich da zusammen. Was ist denn? Der Alter ist gerade weggekommen. Ja, ja, hat er. Mein Gott, deine Weiberlein, brauchst du nur eine Neuigkeit erzählen und du sparst dir eine Zeitung. Was geht denn das die Weiber an, was ich dir gebe? Ah ja, weißt du, die Herren im Mannsbüder haben die gleiche Saufkrankheit wie der Männliche. Verstehe. Die haben es auch nass, fordern. Oh. Dasselbe leiden wie der Alter. Ja. Das ist bei euch eine Dorfkrankheit. Eine Sauerei ist das. Was ist jetzt? Hast du jetzt das Mittel? Da ist das Wundermittel. Von der Firma Sausemann und Söhne. Dafür übernehme ich hundertprozentige Garantie. Für die Söhne? Für das Sausen. So. Ja, aber Sie erst einmal erklären, warum das Mittel so teuer ist, nicht? Ja, ja. Und wie das Mittel anzuwenden ist. Das hat ausländische Bestandteile von Australien, Afrika, China, Österreich. Oh.
Was glaubst denn du, was da alles drin ist? Ja. Petersilien, Linoleum, Lanolin, Plastalin, alles ist drin. Und drum ist auch so teuer, aber wirksam. Ja, ja, was kostet da jetzt das Flaschen? Ja, das kostet mich im Einkauf 25 Mark. Nicht? Vom Transport mag ich gar nicht reden. Also für die 20 Mark. 20 Mark. Da dürft ihr mir glauben, dass da kein Pfennig verdient ist. Eder, dir glaube ich alles. Da bist du die Erste. Ja, auf deine 20 Mark. Ja du, und wie muss ich ihm jetzt dann das Mittel eingeben? Geheim. Geheim. Pass auf. Ja. Wenn er mit einem kleinen Affen heimkommt, ja, dann darfst du ihm in der Früh im Café einen Esslöffel hineinschütten. Wenn er aber einen Tee trinkt? Ja, dann tust du einen Tee rein. Dann nehmen wir einen Tee rein, ja. Kommt er mit einem Riesenrausch heim, ja, tust du ihm in die Suppe beim Mittagessen zwei gehäufte Esslöffel hineinkippen. Ja, du, und schmeckt er dann das Mittel auch nicht? Meine Mittel sind vollkommen geschmacklos. Aha. Aber geh nur in Bayern sein Teller, was ich nicht tue. Ja, ja, das in keinen anderen nicht. Also. Viel Glück. Ja. Du, Thomas. Was? Giftig ist das aber nicht, gell? Nicht, dass er mir drauf geht. Brauche ich auch noch. Zu was? Weißt du, dass der Haberlbauer von Aufkirch seinen wertvollen Zuchtstier damit kurieren hätte können, wenn das giftig war? Ist der Stier wieder gesund worden? Der Stier schon wieder wie in seinen jüngsten... Oh, du, der Brief muss unbedingt erledigt werden. Der liegt jetzt mindestens schon 10 Tage um. Weißt du, wie lange den Brief schon sucht? Ja. Der ist vom Finanzamt, von den Blutschauern. Die wollen doch sofort eine Antwort haben. Da muss man doch so die Fragen ausfüllen, sonst kriegt man eine Mahngebühr nach der anderen. Ich kann ja am Finanzamt schreiben, dass die nächste Steuermahnung zum Wirten unterschicken sollen. Sag mir der Bubel nach, wo die Krampf hin, Alter. Ich wollte dich sofort anfühlen. Die Wahrheit hören sie gar nicht gern, die Herren der Schöpfung. Ja. Ja. Kriegen wir wieder ein Hitz. Ja, Sepp, was willst denn du da? Ja, zum Essen komme ich halt. Du bist ja gut. Sind noch nicht einmal 10? Was, noch nicht einmal 10? Nein. Dann geht er meinen Magen um eine Stunde vor. Lieber Herrgott, lass mir grad ein Fee sein. Nix da, wir essen erst um 2 Fee. 2 Fee? Das ist ja munter auch. Okay. Wir halten weit zu den Nandeln ein. Lass dir eine kleine Brotzeit geben. Brotzeit ist gut. Nandel ist schlecht. Hey, hast du Angst vor der Nandel? Angst nicht, aber die geht ja los auf mich, als wir Blücher. Wer ist denn der Blücher? Jetzt brauchst du bloß sagen, dass du einen Blücher nicht kennst. Nein. Jetzt kennt ihr einen Blücher nicht. Ja, kennst du? Frage. Ja, wer ist noch? Das weiß doch ich nicht. Ich komm mal jetzt an. Sepp, dass du schon da bist. Ja, jetzt weiß ich, wer der Blücher ist. Das freut mich aber. Ja, das freut mich, dass du dich freut. Nein, so, was willst du denn? Das freut mich aber auch. Was du willst, hab ich gesagt. Du bist auch da? Ja. Ach so? Ja, was wollten Sie? Jetzt hab ich's vergessen. Du gehst raus, vielleicht fällst du wieder ein. Ja, komm mal gehen. Nein, ich nicht dann draußen. Halt, halt! Ich weiß. Was denn? Ja, was ich sagen wollte. Ja, was soll ich sagen? Ich wollte sagen, dass der Apfelstrudel fertig ist. Das ist recht. Was? Ja. Ein Apfelstrudel gibt's halt. Ja. Nein. Hast du auch eine große Portion gemacht? Natürlich. 3 Bratreiner voll Apfelstrudel habe ich gemacht. 3 Bratreiner? Jawohl. Ja, was ist dann ihr? Moment mal. Was denn? Ja, du musst mir doch nicht sagen, dass er das ganz allein ist. Warum denn nicht? Der Bauer hat keinen Appetit. Die Bäuerin mag nichts und du brauchst nichts. Also einmal möchte ich so arbeiten können, wie du fressen kannst. Und wenn ich so fressen darf, wirst du arbeiten, weil ich schon längst verhungert. Jetzt hast du schon wieder so verliebt angeschaut. Ich hab dir doch gesagt, du sollst ein bisschen spröd sein und sollst dir rar machen. Naja, denn wenn der Sex so vor mir steht, dann muss ich ihm einfach um den Hals fallen. Geht zu, du verliebte Nudel. Ja, aber es ist doch einfach. Na, was ist
die euch wissen wollt, kriegt ihr Pflaumen. Das ist ein träger Apfel. Ja, das ist ja gerade recht. Bringe ich gleich eine Flasche vorbei. Ja. Und du sagst dann, wie das Mittel anzuwenden ist. Genau, die kommen ja sowieso noch mal rüber zu mir. Aha. Und dann sage ich es ihnen. Also, na, servus. Dann wünsche ich dir recht viel Glück bei der Bierkur. Jetzt werden wir ja dann sehen, wer stärker ist. Dem wird es Bier oder das Mittel und mehr. Haben wir auch schon einen gefunden? Wie du siehst, ne? Aha. Wo kommst denn du her? Vom Bürgermeisteramt. Verkaufen die jetzt auch schon ein Bier? Die haben es holen lassen. Nee, vom Wirtshaus kommt, sagst du? Meine, du hast Wahrsagerin werden sollen, ja. Es ist eine Schande. Was? Der Bauer geht am helllichten Werktag ins Wirtshaus. Hm. Und die Dienstboten müssen die ganze Arbeit allein machen. Hm. Muss die jetzt bei uns einmal gesucht werden? Nicht muss, ich mach's freiwillig. Sogar das unvernünftige Vieh hört zum Saufen auf, wenn's genug hat. Gib uns ein Ochsen mal ein Bier, was wird ihr Saufen anfangen? Mein Gott, mit was hab ich das verdient, was? Dass ich so ein gesuchtes Mannsbild erwischt hab? Ja, mein. Mein Ander. Ja. Früher, mein. Da warst du die Freundlichkeit selber. Ja. Er ist mir am liebsten nie mehr aufgekommen. Das darf ich heute, wenn ich wüsste, dass das drum bleiben. Ganz viel Teufel! Ja, hier, die Stimmung ist ja nicht die beste. Habe ich eine. Wo wächst du schon wieder hin? Dreimal darfst du raten. Gehst du mit der alten Hose ins Wirtshaus? Der Wirt schaut nicht auf die Hose, sondern auf den Deppern. Wagner, Freiter, jetzt habe ich dich in der Hand mit meinen Mitteln. Dir wird die Wirtshauslacherei noch abgewöhnen. Bräse, bräse da zusammen. Was ist denn? Der Alter ist gerade weggekommen, gell? Ja, ja, er hat uns aber nicht gesehen. Ja, nicht gesehen. Wo ist er denn hin? Ja, da darf ich noch fragen. Was? Am helllichten Werktag, du fangst der ins Abfall, geht der ins Wirtshaus, hä? Mhm. Ja. Wo sind denn eure Mannsbrüder? Auch im Wirtshaus. Ja, du, war der Edelbanner schon da? Ja, der war da. Und er bringt's euch, hat er gesagt. Ja. Aber wir müssen bloß aufpassen, dass uns jetzt ja niemand erwischt, gell? Du, was kostet nachher die Medizin? Für euch kostet die Flasche 30 Mark. Was? Hm? 30 Mark? Ja. Ja, Brutzi, Dirk, du, das ist aber... Ja, ja, das ist wieder... Was denn die Bayern? Was schön. Da werden eine Zwilling unterwegs sein. Ja, du auf, du Blöder. Meine Alte und Zwilling. Ich war froh, wenn ich einen Irrling gekriegt hätte. Aber komisch ist das schon, gell? Dasselbe Zustand, den ich wohl gehabt habe. Mir fehlt halt gar nichts. Ich bin halt bunker und zünd. Ich meine, geben wir ein Licht an. Was, Bauer? Lass uns ein Loch, jetzt nach dir draußen, meine Essen. Wenn wir das nicht draußen essen, darf ich vor, wenn wir ihn finden. Hey, nimm den Mund mit. Bauer, ja? Du sollst kein Bier mehr trinken. Na, hör auf, ich hab einen Bruder gehabt, der hat keinen Tropfen Bier getrunken und so früh sterben müssen. So, wie alt war er denn? 3 Monate. Wenn das stimmt, was ich mir denke, mein Lieber wollte ich, aber nach kommst du was reden. Oh, ist der schlecht. Sag mal, ich wollte, schaffst jetzt du auch ein Bier? Ich? Ja. Was? Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du weißt, was ich meine? Nein.
Bei mir, hast du gesagt, könnte es schlecht werden vom Bier. Ich verstehe dich nicht. Und was kommt denn bei dir? Greift dich nicht. Siehst du mal die Suppen? Nein, ich kann nicht mehr. Ja, soll ich die Suppen essen? Nein. Ich weiß schon, dass er nicht mehr isst. Ich geh nach dem Grund, weil ich mit den Teller vertauscht habe. Oh. Ja, so ist dir schlecht und nicht mir. Oh. Ja. So eine Gemeinheit! Was? Die anderen Weiber werden doch nicht da. Ui, jetzt sehen wir eine ganze Gasbeleitung auf. Ja, das. Handel! Was ist? Jetzt wissen wir. Jetzt ist Monikini. Jetzt, mein Gott, ich suche bloß. Es ist ja nur ein Glück, dass unsere Mannsbrüder nicht wissen, dass wir schon wieder an einem Üben sind. Oh Gott, das ist mein Gott. Sonst hätten wir nichts lachen. Aber jetzt lachen wir. Wird es. Mein Gott, die Albe mit ihrer Angst, glaubt das. Um Gottes Willen. Der Brief. Oh nein. Ah, ist schon gut. Die alte Spinatwachtel, hä? Die sitzt ja, sonst war sie ja noch da. Du, der Brief muss unbedingt erledigt werden. Der liegt jetzt mindestens schon 10 Tage um. Weißt du, wie lange ich den Brief schon suche? Ja. Der ist vom Finanzamt, von den Blutschauger. Die wollen doch sofort eine Antwort haben. Da muss man doch schon die Fragen ausfüllen, sonst kriegt man eine Mahngebühr nach der anderen. Ich kann ja am Finanzamt schreiben, dass die nächste Steuermahnung zum Wirten unterschicken sollen. Sag mir der Buckel nach, wo die Krampf hin, Alter. Ich wollte dich sofort ausfüllen. Die Wahrheit hören Sie gar nicht gern, die Herren der Schöpfung. Ja. Ich krieg mal wieder ein Hitz. Ja, Sepp, was willst denn du da? Na ja, zum Essen komme ich halt. Du bist ja gut. Sind noch nicht einmal 10? Was, noch nicht einmal 10? Nein. Na, dann geht er meinen Magen um eine Stunde vor. Lieber Herrgott, lass mir gerade Eifel sein. Nix da, wir essen erst um 2 Uhr. 2 Uhr? Das ist ja munter auch. Okay. Wir halten weiter zu den Nandeln rein. Lass dir eine kleine Brotzeit geben. Brotzeit ist gut. Nandel ist schlecht. Hast du Angst vor der Nandel? Angst nicht, aber die geht ja los auf mich, als wir Blücher. Wer ist denn der Blücher? Jetzt brauchst du bloß sagen, dass du einen Blücher nicht kennst. Nein. Jetzt kennt ihr einen Blücher nicht. Ja, kennst du? Frage. Ja, wer ist noch? Das weißt du hin. Sepp, dass du schon da bist. Ja, jetzt weiß man, wer der Blücher ist. Das freut mich aber. Ja, das freut mich, dass du freut. Nein, was willst du denn? Das freut mich aber. Was willst du, hab ich gesagt. Ach, du bist auch da? Ja. Ach so? Ja, was wollte ich? Jetzt hab ich's vergessen. Du gehst raus, vielleicht fällst du wieder. Ja, komm mal gehen. Nein, ich nicht halt, halt. Ich weiß. Was denn? Ja, was ich sagen wollte. Ja, was soll ich sagen? Ich wollte sagen, dass der Apfelstrudel fertig ist. Das ist recht. Was? Ja. Ein Apfelstrudel gibt's halt. Ja. Nein. Hast du auch eine große Portion gemacht? Natürlich. 3 Bratreiner voll Apfelstrudel habe ich gemacht. 3 Bratreiner? Jawohl. Ja, was ist dann ihr? Moment mal. Was denn? Ja, du musst mir doch nicht sagen, dass du das ganz allein ist. Warum denn nicht? Aber lieber kriege ich nasse Füße. Mei, bist doch du ein Feigling! Lieber 5 Minuten Feiges, wer lebt doch langer Depp? Herrschaftszeiten! Wenn ein solcher Kerl wie du, und du bist ein solches Angebot kriegt, der müsste ja direkt im Sturm, müsste der daher gebraust. Komm mal. Bin aber nicht so stürmisch und braust habe ich überhaupt noch nie. Mei, also weißt du's. Aber das ist typisch. Typisch, Mannsbrüder. Ihr seid alle miteinander gleich. Mhm. Ja, sonst darf es nämlich gar nicht vorkommen, dass so manches wunderschönes Blümelein auf der Wiese ungepflückt verwelkt. Warum bist du noch ungepflückt in deinem Alter? Weil es noch mehr solche Deppen gibt, als wie du einer bist. Na, bin ich schon froh, dass ich nicht allein bin.
solche Mannsbilder sollten überhaupt nicht geboren werden. Und wenn doch, dann sollte man es gar nicht fordern. Oh, aufpassen! Ja, was hast du denn da eher aufpassen? Sag einmal, du blinde Hähne, hast du keine Augen im Kopf, oder was? Brennt mich doch dieser Dutschen glatt über den Haufen. Wer Dutschen? Du Dutschen! Selber Dutschen! Was ist denn das für eine Trampe? Selber Trampe! Du darfst ja nicht frech werden, gell? Wo ist denn die Bäuerin? Sag das doch! Also sowas Unverschämtes ist mir doch meiner Lebtag noch nicht begegnet. Gut, da bin ich die Erste. Sag einmal, du Taube, das hast du nicht gehört. Wir wollen wissen, wo die Bäuerin ist. Okay. Zügle deine Zunge, wenn du mit mir sprichst. Also gut, dann sag ich ja halt, dass ihr da seid. Bäuerin! Zwei blöde Weiber sind da! So ein unverschämtes, freches Luder. Ist mir doch meiner Lebtag noch nicht begegnet. Die frisst ja bei mir kein Pfund Salz, so schnell flügert die wieder raus, das glaubst du. Ja, das wird die neue Matze, die sie jetzt eingestellt haben. Okay, aber ich mag mich auch überhaupt nicht mehr ärgern. Nein, die gehen mir gerade noch. Muss ich mich mit meinem Alten schon so ärgern, dass mich Gift und Gall umbringen kann, wegen dem versuffenen Lackel, dem versuffenen. Also du. Deinem Alten hätte ich die Schneid schon lang abkauft, gell? Was? Der müsse so tanzen, wie ich pfeife. Komm, ja. Da ist die nicht. Der lasse schon die tanzen, dass du nimmer pfeifst. Hoffentlich hat der Eder Pauli dieses Mittel, damit ich meinen Alten endlich einmal die Saffen abgewinnen kann. Ich schreibe mir einen Hals auf, der weiß die überhaupt gar nicht da. Jetzt geh weiter, nein, tun heute halt ein bisschen bei der Arbeit. Wenn du schon bitte sagst. Ja, Fräule, bittchen, so gern mach vielleicht noch einen Kniefall, ob du aufgeregt bist, dass du bei der Arbeit hältst. Also gut, dann bin ich halt ausnahmsweise heute einmal aufgeregt. Gut, dann gehen wir da. Nein, zuerst bleibst du. Was ist denn? Jetzt muss ich dich nämlich zuerst was fragen. Ja, frag einmal, dass du was lernst. Sag einmal, Sepp. Was denn? Wo gehst denn du eigentlich zum Kammerfenster hin? Warum möchtest du das lernen? Das brauche ich doch nicht lernen, das kann ich doch schon. Ach so. Sowieso. Oh, ja. Nein, aber ich habe halt gemeint, wenn du halt gar nicht wissen darfst, ja. Wo du hingesollst, nachher. Was nachher? Ja, nachher kannst du ja eventuell im Notfall auch zu mir kommen. Ja, wenn ich zu dir komme, war es wirklich ein Notfall. Was bitte? Schau, das ist doch so ein gutes Angebot. Ja, überleg doch mal. Erstens brauchst du überhaupt gar keine Leiter spazieren dran, gell? Ja. Zweitens kriegst du im Winter überhaupt gar keine kalten, nassen Füße. Und weißt du warum? Warum? Weil dein Schatz im selben Haus drin wohnt. Wirklich praktisch und bequem. Aber lieber kriege ich nasse Füße. Mei, bist doch du ein Feigling! Lieber 5 Minuten feig, als wer lebt doch langer Depp. Schaff Zeiten! Wenn ein solcher Kerl wie du, und du bist ein solches Angebot kriegt, der müsste ja direkt im Sturm, müsste der dahergebraust. Komm mal. Bin aber nicht so stürmisch und braust habe ich überhaupt noch nie. Mei, also weißt du es. Aber das ist typisch. Typisch, Mannsbilder. Ihr seid alle miteinander gleich. Ja, sonst darf es nämlich gar nicht vorkommen, dass so manches wunderschönes Blümelein auf der Wiese ungepflückt verwelkt. Warum bist du auch noch ungepflückt in deinem Alter? Weil es noch mehr solche Deppen gibt, als wie du einer bist. Na, bin ich schon froh, dass ich nicht allein bin. Solche Mannsbilder sollten überhaupt nicht geboren werden. Und wenn doch, dann sollte man es gar nicht fordern. Oh, aufpassen! Ja, was hast du da eher aufpassen? Sag einmal, du blinde Hähne aus der Kuh.
arme Leid. Na so arme Leid. Gottes Willen, jetzt ist ihr Mutter auch noch gestorben. Wann ist denn die Beerdigung? Ah, die steht ja da gar nicht herin. Mei, aber jetzt muss ich gleich schauen, ob sie am Schluss noch ihren Karl kriegt. Mei, den, wenn sie nicht kriegt, dann fange ich gleich zum Uhr nach oben. Weil ich muss nicht meine andere Hose tragen. Was willst du denn? Mein Gott, lass mal doch mal rüber. Ich könnte da drüben Romanbücher lesen, da kann man natürlich seine Gedanken miteinander haben, ne? Wo meine andere Hosen ist, die ich gern wissen. Hallo! Sag einmal, nicht einmal in Ruhe kann man fertig lesen. Was? Da sollte dann unsere eine Bildung kriegen. Meine alte und die Bildung, die einzige Bildung, was du hast, das ist die Einbildung. Ja. Also sag mal, bitte, wo meine andere Hosen ist. Im Schrank hängt's drin. Na gut. Da hast du zwei Knebchen an dem Hosentier, wo wir rausgerissen sind. Freilich, ja. Sogar mit Schuhe der Draht haben sie auch. Mein Hoffen ist stichen wie nirgends, nein. Na, damit sie nicht mehr ausreißen. Ja, gut. Und hast den Rostfleck rausputzt aus der Hosen? Hm? Wo hast denn du den Rostfleck her? Ich habe Rostbrot was gefressen, das mir auf den Toast aufgefallen. Freilich wieder ausputzt. Ja, gut. Mein Gott, dann hast du ein Getue mit deiner Hosen. Was? Die liegt da ja mehr als wie deine Frau, ha? Die Hose ist auch viel wichtiger. Oh. Ohne dich kann ich immer ins Wirtshaus gehen. Aber lass uns mal ohne Hosen nicht rumbringen. Was da lachen gleich, ha? Das glaub ich dir aufs Wort. Ja. Sag einmal, musst jetzt du jeden Tag in dem gestingerten Wirtshaus drin sitzen? Also Moment, das kann ich vermachen, wie ich mache. Dann lassen wir von niemand was reden, auch nicht von dir. Das weiß ich schon, dass man zu dir nichts sagen darf. Bloß wir Weiber, wir können dann jeden Tag auch eine grantige Gesichter anschauen, wenn die Herren der Schöpfung mit einem fundigen Rauschwamm kommen. Ja, also manchmal hast du recht, manchmal tut er mir sehr schwer, bis ich mein Bitter nicht finde, gell? Warum macht er dann kein Licht? Weil ich ein Kavalier bin, ne? Weil ich ihn aus dem Schlaf rausreißen will. Huhu, Kavalier, dass ich nicht lache, wenn du da einen Stuhl nach den anderen umschmeißt. Ja, die stellst mir doch du mit Absicht den Weg, damit ich drüber fliege. Ich kenne doch. Ja, ne. Mei, der Huber-Urschl, ihr Alter, du darfst mit einem Drumrauschwamm kommen. Ja. Den hat's mit aller Wucht an das Tellerbord hingehaut. Was für ein Bord hat's denn hingehaut? Tellerregal. Ist doch mir egal. Die ganzen Teller waren kaputt. Mei, das ist